So, also ganz herzlich willkommen zu unserer öffentlichen Podiumsdiskussion heute Abend zum Thema Geopolitik, Protektionismus und Freihandel. Viel größer wollten wir das Bild heute Abend nicht spannen, also the sky is the limit, wie man so schön sagte, bis zum Himmel und auch noch darüber hinaus. Mein Name ist Nelly Grotefen vom Forum Umwelt und Entwicklung. Ich bin da Referentin für Politik mit Schwerpunkt auf Handelspolitik und Weltwirtschaft und darf Sie heute Abend hier durch unser Panel führen. Wir werden es hier oben ein bisschen kurz und knackig machen, damit auch möglichst viel Zeit ist, damit wir auch miteinander mit Ihnen ins Gespräch kommen. Und bevor wir jetzt so richtig starten, darf ich noch mein Podium vorstellen, was heute Abend hier sich eingefunden hat, mit dem ich die Freude habe zu diskutieren. Wir fangen von mir aus gesehen links außen an, wie sich das gehört. Christoph von Liefen hat mir letztlich gesagt, er ist jetzt schon seit 15 Jahren bei Greenpeace. Ist das richtig? Also erst 15 Jahre, ja genau, die Betonung lag auf erst. Also ein ganz junger Hase bei uns in der Szene. Daneben Jürgen Mayer, Geschäftsführer vom Forum Umwelt und Entwicklung, einer der Mitinitiatoren unseres Bündnisses TTIP Unverhandelbar. Also auch schon ganz früh in den Zeiten gegen TTIP mit dabei. Dann freue ich mich sehr, dass heute Thorsten Winter mit dabei ist. Er ist Journalist bei der Rhein-Main-Zeitung, schreibt besonders zu den Themen Chemie, Pharma, aber auch Landwirtschaft und digitale Wirtschaft. Und ganz außen heute hier von unserem gastgebenden Bündnis, sozusagen dem Frankfurter Bündnis TTIP, CETA und TISA, aber auch bei ATTAC, habe ich mir sagen lassen, Hans Möller. Genau, herzlich willkommen, vielen Dank. Und nur der Transparenz wegen halber, ich werde ein bisschen hin und her hüpfen zwischen dem Du und dem Sie, denn einige hier auf dem Panel kenne ich doch schon recht lange und es fühlt sich dann für mich ein bisschen komisch an, plötzlich mit dem Sie wieder anzufangen. Also lasst euch nicht verwundern und genau, wählt für euch dann nachher für die Frage einfach, womit ihr euch am wohlsten fühlt. Vorab, worum soll es heute Abend gehen? Wir haben ja das Bild recht breit gespannt, auch im Teaser, im Programm. Und es geht ja, wenn ihr ein bisschen in die Presse schaut und heute Abend sind ja vor allen Dingen Aktive da, ja mal wieder richtig heiß her in der internationalen Handelspolitik. Mal wieder steht die transatlantische Achse im Vordergrund, also USA und die EU, so wie schon einst zu TTIP-Zeiten, nur dass es jetzt eben um die ideologische Schlacht zwischen Protektionismus und Freihandel geht. Was ist denn da genau passiert? Die USA erheben jetzt Strafzölle auf Stahl und Aluminium, 25% und 10%. Man fragt sich manchmal, was kommt noch alles? Allerlei Gerüchte machen da schon so die Runde. Und das Entscheidende ist aber, dass sich sowohl Paris, Brüssel, aber auch natürlich Berlin ganz entsetzt zeigen über die Reaktionen über den US-Präsidenten, der sozusagen seit seinem Amtsantritt schon lauthals die unfairen Handelspraktiken anprangert, sei es nun die der Chinesen oder die der Europäer. Und mit neuen Handelsbeschränkungen den liberalen Konsens über freie Märkte, Handel und Deregulierung aufkündigen will. Die europäischen Politikerinnen dagegen scheinen ja weiterhin zumindest vordergründig noch geeint. Es steht für sie fest, Freihandel ist gut, sorgt für Wachstum, sorgt für Frieden und Protektionismus ist schlecht. Schlimmer noch, viele ziehen das jetzt gerne heran, der Protektionismus führt ja auch zu Nationalismus, ganz unumstößlich. Die Welt kann also in den Abgrund stürzen, wenn wir den Protektionisten die Bühne bieten. Und daher wird immer wieder gerne das Loblied auf den Freihandel angestimmt und der Protektionismus verdammt. Auch schon zu Beginn der Debatte hat sich Kanzlerin Merkel beispielsweise auf dem EU-Gipfel ganz klar im Zeichen dieser Zolldrohungen platziert. Und sie sagte damals, Europa hat sich hier gemeinsam und einheitlich präsentiert, ein Bekenntnis zum Freihandel und gegen den Protektionismus abgegeben. Doch die Einheit in Europa bröckelt hinter der Fassade und viele fragen sich vielleicht auch, was bedeutet denn eigentlich diese fast krampfhaften Beschwörungen des Freihandels? Denn neben der Kanzlerin schwingen sich ja eine ganze Reihe anderer Akteure mit auf, stimmen ein in das Loblied, nicht zuletzt unsere Handelskommissarin Cecilia Malmström. Sie möchte die EU gerne zur Verteidigerin des Freihandels in der Welt machen. Und auch unser Wirtschaftsminister Altmaier ist ja direkt nach den Androhungen erstmal nach Washington gereist, um zu gucken, was denn für Deutschland da noch so zu machen wäre. Also man fragt sich auch manchmal, geht es hier eigentlich vielleicht auch primär nur um die Interessen von Deutschland? Und wenn wir ein bisschen genauer hingucken, dann fragen wir uns auch, was soll der ganze Aufschrei? Ich habe mal geguckt nochmal bei den Zahlen.
Die Welthandelsorganisation stellt fest, dass die Zölle in der EU ungefähr bei 2,5% liegen, wohingegen in den USA nur bei 3,5%. Und die EU nur 26% ihrer Nicht-Agrarimporte zollfrei ins Land lässt. Die USA sind wohl bei 48% der Einfuhren deutlich legerer unterwegs. Und auch bei einzelnen Produktgruppen gibt es dann natürlich Unterschiede. Allen voran die europäischen Autos, die ja den Trump so zu ärgern scheinen. Und aber auch natürlich Produkte im Agrarbereich und so weiter. Also wenn man kann diesen Vergleich jetzt ewig weiterführen. Es ist doch aber, finde ich, irgendwie schon frappierend, wie stark dieser Widerspruch ist zwischen Selbstinszenierung und Realität oder praktischer Realität, genau. Also wem nutzt diese Selbstinszenierung, wollen wir uns heute Abend auch ein bisschen fragen. Wie ist es zu erklären, dass die EU, die ja scheinbar sozusagen im Glashaus sitzt, mit den dicksten Steinen wirft und den Protektionismus verdammt, während sie ihn scheinbar selbst praktiziert? Und wir möchten jetzt also die nächste knappe Stunde, vielleicht 40 Minuten, 45 Minuten nutzen, um das hier oben miteinander ein bisschen zu diskutieren, gerne auch kontrovers, aber freundlich. Und will dazu gerne das ein bisschen in drei Blöcke aufteilen. Wir gucken ein bisschen, was passiert eigentlich aktuell, was steckt dahinter. Also wir schauen ein bisschen hinter die Kulissen und dann schauen wir auch ein bisschen nach vorne und versuchen einen kleinen Ausblick hier auf dem Podium. Und dann wollen wir auch gerne öffnen für Sie, für euch alle. Und ich lade euch herzlich ein, auch gerne in Form von Standpunkten, die ihr aber bitte als Frage verpacken sollt. Und im Sinne eines Abends, der auch mal irgendwann zu Ende gehen soll, bitte ich nicht allzu lange Co-Referate. Aber ich nehme mir dann auch die Freiheit raus, als Moderatorin euch da ein Signal zu geben, dass es doch etwas zu lang wird. So, steigen wir gleich ein. Hans, sag mal, ich reiche schon mal das Mikrofon zu dir rüber. Was ist denn deiner Meinung nach, wenn wir jetzt also so ein bisschen auf die aktuelle Situation gucken, um zu verstehen, was passiert da eigentlich gerade? Aluminium, Stahl ist ja erstmal schön und gut, aber für viele fragen sich ja vielleicht auch, wem jetzt diese Politik Trumps eigentlich nutzt. Also agiert Trump tatsächlich oder auch sein Handelsbeauftragter Lighthizer im Sinne der US-Bürgerinnen oder Bürger? Oder in wessen Sinne wird sozusagen zum einen dieses Gebären, aber auch die faktische Umsetzung dann in der Politik durchgeführt? Also die Frage... Versteht man nicht? Geht das her? Können wir das Mikrofon ein bisschen lauter haben? Ich weiß nicht, wer die Technik macht. Oder du nimmst meins. Aber oder geht das so hier? Also, ich würde, okay, ja. Also die Frage, welche, wem die Politik Trumps nutzt, das ist im Moment überhaupt noch nicht überschaubar. Ja, man kann das noch gar nicht endgültig bewerten. Und da sage ich, er ist ja auch erst anderthalb Jahre im Amt. Man muss mal abwarten, was die langfristige Strategie ist, sofern sie überhaupt vorhanden ist. Aber was seine Politik oder die Art, wie Trump in die internationale Arena eingetreten ist, bisher bewirkt hat, ist, dass dass Fragestellungen, die wir als Gegner oder als Kritiker der Globalisierung schon lange diskutieren, öffentlich werden. Zum Beispiel dieses aufgebaute Widerspruchspaar Protektionismus oder Freihandel gibt es in der Realität nicht wirklich. Vielmehr ist es so, man weiß das aus der Wirtschaftsgeschichte und wie gesagt, das ist der Vorteil der aktuellen Auseinandersetzungen, dass Protektionismus und Freihandelsrhetorik Hand in Hand gehen. Das war, ich sage mal, schon immer so gewesen und ist auch heute wieder so. Und dass dieser Dualismus öffentlich wird, halte ich zunächst mal für einen Fortschritt in der öffentlichen Debatte. Vielen Dank. Thorsten Winter, Sie sind ja sozusagen hier auch im lokalen Raum viel unterwegs, wahrscheinlich zumindest wöchentlich in den Redaktionen, im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen, auch mit den Leuten vor Ort. Wenn wir jetzt von diesem Dualismus sprechen, das ist ja jetzt vielleicht für die ein oder andere, gerade die nicht so tief im Thema sind, wie viele von uns vielleicht heute Abend hier, erstmal total eine ideologische, platte Debatte. Und mich würde mal interessieren, was Sie denn glauben, was kommt davon eigentlich von dieser Debatte, auch was wir jetzt sozusagen hier bemühen an Argumenten in den Redaktionen an und was daran interessiert eigentlich die Menschen vor Ort? Also wenn Sie jetzt schreiben, auch für Ihre Leserinnen und Leser, was glauben Sie sind da die entscheidenden Punkte? Ich versuche die Frage mal von hinten durch die Brust ins Auge zu beantworten. Geht es so? Soll ich das andere? Okay, besser?
Wunderbar. Als ich hergefahren bin und mir Gedanken gemacht habe und auch schon vorher über das Thema TTIP, kam mir das Thema vor und ich komme dann sofort zu der Frage, wie Guido Buchwald. Ja, erinnert sich noch jemand von Ihnen an Guido Buchwald? Ja, Fußballer beim VfB Stuttgart, tolle Vorlage 1990, die Jürgen Klinsmann verwandelt hat. Und da frage ich mich heute, lange nichts mehr gehört. Ja, also was will ich damit sagen? Bei uns in der Redaktion ist das im Lokalen fast kein Thema. In den Gesprächen, die ich führe, auch privat, ist es auch fast kein Thema. Wenn Sie in die überregionale Redaktion bei uns reinschauen und da reinlesen, da ist es natürlich ein Thema. Ja. Wir sind ja eine marktwirtschaftliche Zeitung, wobei ich heute Abend hier privat bin, aber wir haben uns da auch klar positioniert als Zeitung und wenn Sie sich die Kommentierung angucken und steigen wir mal direkt auf das Thema Zölle ein, hat ein Kollege von mir neulich geschrieben zum Thema Zölle auf EU-Autos, die können weg. Ja. Insofern, wenn man jetzt das Thema Dualismus nehmen möchte, ja, das ist so, natürlich. Sie haben Leute, die sagen, wir müssen den freien Welthandel frei halten. Und da gibt es Regeln, die vor der WTO festgelegt worden sind. Also auch diese widersprüchlichen Autozölle, die ich auch nicht verstehe. Das habe ich gelernt im Laufe der vergangenen Wochen. Auf europäische Autos liegen 10% in den USA, wenn ich das richtig sehe. Und auf amerikanische Autos 25% bei uns. Und da also entweder habe ich dann das Komma überlesen, aber dessen ungeachtet, ob wir jetzt über 25 oder 2,5 oder 10 reden, glaubt irgendjemand von Ihnen, dass hier auf diesen Straßen mehr amerikanische Autos führen, wenn keine Zölle drauf lägen? Glauben Sie das? Also würden Sie ein amerikanisches Auto kaufen? Nein. Freiwillig. Ja. So. Sind nicht mehr sicher, ob überhaupt ein Auto kaufen würden. Ja, nein, das ist ja eine völlig andere Frage. Aber wenn Sie sich die sogenannten Steel Tariffs nehmen und verfolgen die Diskussionen in den Vereinigten Staaten, haben die Stahlhersteller sofort reagiert und die Preise hochgezogen. Ja, und die ganzen Stahlverarbeiter sagen, das ist nicht gut. Das ist ein bisschen schwer zu vermitteln oder ein bisschen das absurde Zollpolitik. Aber mich würde wirklich auch interessieren, was kommt denn bei den Leserinnen an? Wie begreifen die das Ganze? Sie kriegen ja wahrscheinlich auch Leserinnenbriefe, Gespräche vor Ort und so. Ich stelle mir irgendwie, vielleicht habe ich ein romantisiertes Bild, aber ich stelle mir irgendwie vor, Sie wären dann noch so ein bisschen unterwegs im Kontakt mit den Leuten. Ja, wir sind unterwegs, aber ich bin ja im Lokalen unterwegs, da ist es ein sehr geringes Thema und Trump ist natürlich der Bad Guy, das ist doch gar keine Frage. Das ist so, ja. Das Gebaren des Mannes, er hat es ja auch gerade angesprochen, ist eher ungewöhnlich, ja, der ist ja recht undiplomatisch, rammt einen Flock nach dem anderen ein und das wird natürlich auch entsprechend wahrgenommen. Also ich kenne niemanden, der sagt, das ist aber gut, was der Mann macht. Okay, das ist ja interessant. Behalten wir mal ein bisschen im Hinterkopf auch für die restliche Debatte. Ich nehme mal wieder das für die Tonqualität. Jürgen, jetzt wenn wir schon bei Trump sind und sozusagen von lange nichts mehr gehört, fällt mir auch wieder ein, länger nichts mehr gehört von TTIP und dann plötzlich kam es doch wieder um die Ecke. Altmaier hat ja sozusagen immer mal wieder am Rande fallen lassen und wurde auch aufgenommen von zahlreichen Industrielobbyistinnen, die Idee von einem neu verhandelten TTIP oder einem TTIP-Lite. Und gerade sozusagen gibt es auch so einige, würde mich auch interessieren, was Sie dann nachher dazu sagen, auch aus der Presse, aber auch aus dem journalistischen, aus dem aktivistischen Bereich, die dann gerne mal mit dem Finger auf die Anti-TTIP-Bewegung zeigen und sagen, ach, ihr habt es echt irgendwie mal wieder ein bisschen, ihr macht uns das Leben schwer, ich will jetzt hier keine schweren Wörter benutzen. Wenn wir TTIP gekriegt hätten, dann wäre uns das hier jetzt nicht passiert mit den Strafzöllen und dieses ganze Durcheinander und diese ganze Verwirrung der internationalen Politik. Jürgen, wie stehst du dazu? Ja, darüber kann man ja mal mit jemandem aus Südkorea diskutieren. Südkorea hat ein Freihandelsabkommen mit den USA und der Herr Trump hat auch beschlossen, gegenüber südkoreanischen Produkten irgendwelche Strafzölle zu erheben. Die Südkoreaner haben dann in einem Anfall von, okay, das könnte große Probleme für unsere Wirtschaft verursachen, dann einseitige Konzessionen gemacht. Freihandelsabkommen hin, Freihandelsabkommen her. Wir haben auch WTO-Verträge, WTO-Regeln, die hat der Herr Trump ebenso souverän ignoriert wie das Freihandelsabkommen mit Südkorea. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Anhaltspunkte dafür, dass er es mit einem TTIP anders gemacht hätte. Diese ganzen Verträge sind offensichtlich ein Stück weit auch ein Kartenhaus. Denn wer ökonomisch sozusagen wild entschlossen ist, dagegen zu verstoßen, der macht es auch. Und insofern glaube ich, dass das eine Ablenkungsdiskussion ist. Ich fürchte eher,
dass wir in der EU jetzt hier massive Spannungen kriegen, weil wenn die Amerikaner Strafzölle auf europäische Autos verhängen, ja, wer exportiert denn überhaupt Autos in die USA? Also ich glaube, außer Deutschland macht das niemand. Ich glaube, Seat oder Skoda oder Fiat oder Citroën exportiert, glaube ich, gar nichts nach in die USA, höchstens für Privatsammler von exotischen Autos. Aber außer den Deutschen hat da niemand ein Interesse daran, Konzessionen mit den Amerikanern wegen der Autos zu machen. Und dann sind natürlich Leute wie Altmaier die Ersten, die TTIP Lite präsentieren, weil sie sagen, okay, das wäre ein Drama, wenn die Amerikaner 25% Zölle auf deutsche Autos, europäische Autos verhängen, dann müssen wir Konzessionen anbieten, während alle anderen sagen, nö. Okay, Christoph, um sozusagen jetzt mal alle auf dem Panel einzubinden, dann vielleicht kannst du, geht so besser mit dem Ton? Okay, danke. Da auch anschließend, also wir haben ja, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Altmaier ist sozusagen direkt nach Bekanntwerdung der Androhung nach Washington gereist und es gab dann sozusagen schon einen Raunen durch die Menge, von wegen, ah ja, die Deutschen bevorteilen sich hier wieder, es wird jetzt Germany first statt America first. Obwohl man ja auch ein bisschen sagen kann, naja, theoretisch, wenn wir uns ein bisschen die Ausgestaltung der europäischen Handelspolitik angucken, ist es ja das, was wir schon die ganze Zeit haben. Ne? Germany first, die diktieren ja ein bisschen so die Richtung. Und was Jürgen jetzt gesagt hat, sozusagen, Trump tritt das regelbasierte System mit Füßen oder auch andere gegebenenfalls. Kann das Ganze dann überhaupt noch funktionieren? Naja, das ist ziemlich einfach. Also erstmal muss ich mal sagen, ich bin ja totaler Befürworter von Zöllen. Ich finde zum Beispiel CO2-Zölle super. Ich finde auch Zölle auf Waffen großartig. Ich finde, dass wir auch Zölle auf solche Fake News von Trump, die immer wieder von Trump kommen, erheben müssten. Ich finde, das geht so gar nicht. Was ich aber auch nochmal sagen muss, natürlich funktioniert das alles nur nach dem Recht des Stärkeren. Ich meine, was wir ja alle wissen, ist, die USA kann sich das leisten, genau so zu agieren, denken sie, weil sie noch nicht gesehen haben, dass was Trump da eigentlich macht, irgendwie eigentlich die alte Industrie stützen sollte, aber in Wirklichkeit, was man ja, wenn man sich das anguckt, wo eigentlich welche Handelsströme eigentlich wirklich laufen, habe ich mal einen netten Artikel gelesen vor kurzem von einem völlig unverdächtigen Herrn Feldmeier vom IFO-Institut in München. Der hat sich einfach mal angeguckt, wie sieht das eigentlich aus mit den echten Plus und Minus und Defiziten, von denen hier geredet wird. Da ist es nämlich so, dass die USA sagt, sie haben einen Handelsbilanzüberschuss gegenüber Europa. Das ist total abgefahren. Zwar nur von 14 Milliarden, aber immerhin einen Handelsbilanzüberschuss. Während die Europäer, die nicht mal eine einheitliche Statistik haben in ihren ganzen Ländern, immer noch davon reden, dass sie 170 Milliarden gegenüber den USA Überschuss haben. Also da ist irgendwo was dazwischen. Interessant dabei ist, was Herr Feldmeier dabei rausgekriegt hat, ist nämlich, dass zum Beispiel die ganzen Datenströme, was wir alles mit Google, Facebook etc. haben, dass das überhaupt nicht mitgerechnet worden ist, hier bei diesem ganzen Datenüberschuss. Fakt ist ja, dass irgendwie egal ob Trump oder ob die Bundesregierung wie ein Mensch wie Herr Altmaier oder viele, die eben in diese Regierungsämter schaffen, wollen ja eigentlich nur das Gleiche. Die wollen nämlich eigentlich nur das internationale Kapital großhalten und den Stakeholder, Shareholder Value. Deswegen funktioniert das überhaupt so ein bisschen gerade und um das hinterher irgendwann mal richtig auszukämpfen oder das zu regeln, gab es dann solche Organisationen wie die WTO oder gibt es dann diese Handelsverträge, aber die bei Bedarf dann eben genauso von den gleichen Leuten und im Interesse der gleichen Leute auch wieder gekippt werden und ignoriert werden. Und sag mal Jürgen, wenn wir jetzt sozusagen ein bisschen davon ausgehen, naja, unter Trump kann man sich eher nicht mehr verlassen, also der Dealmaker, der Große, ist ja eigentlich nicht mehr so richtig präsent oder wir wissen es nicht genau. Das regelbasierte System steht eventuell, ist ein bisschen out of date. Finden wir das nicht vielleicht auch als Bewegung ein bisschen gut, weil immerhin kämpfen wir ja die ganze Zeit gegen dieses regelbasierte System? Also wir haben, glaube ich, seit 25 Jahren argumentiert, seit es die WTO gibt, dass diese Regeln, die dort in den, glaube ich, 12 WTO-Verträgen verankert sind, die falschen Regeln sind. Das Gleiche gilt natürlich für die meisten dieser Freihandelsabkommen. Nicht alle, aber für die allermeisten. Wir wollen andere Regeln und das Problem ist natürlich schon, dass wir auch immer gesagt haben, diese Regeln, so wie sie in den WTO-Verträgen verankert sind, produzieren zu viele Verlierer, zu wenige Gewinner.
Und wenn man das dann 25 Jahre so macht, dann ist es natürlich nur logisch, dass so ein System sich dann irgendwann auch ein Stück weit als Kartenhaus entpuppt. Wenn nämlich die Ersten sich einfach nicht mehr an die Regeln halten, dann machen es die anderen auch. Wir haben das im Übrigen schon mal gemacht. Dass es kein Hormonfleisch in der EU gibt, liegt daran, dass wir gegen die WTO-Regeln verstoßen haben. Schon kurz nachdem die WTO gegründet wurde, haben die Amerikaner die EU verklagt, weil sie gesagt haben, ihr habt euch in den WTO-Verträgen verpflichtet, Hormonfleisch reinzulassen. Und das wollte die Kommission dann auch, aber das ging dann nicht, weil die Öffentlichkeit in der EU da ganz hart dagegen war. Das Gleiche gilt für die Gentechnik. Dann haben die Amerikaner die EU verklagt, die EU hat verloren, die Amerikaner haben Strafzölle verhängt. Dann hat die EU gesagt, so jetzt finden wir bei denen auch irgendwas, haben dann auch was gefunden, Flugzeugsubventionen, die WTO-Klage eingereicht, auch gewonnen, auch Strafzölle waren erlaubt. Und danach haben sie sich zusammengesetzt und gesagt, was soll das denn, wenn wir uns jetzt hier gegenseitig mit Strafzöllen überziehen, brecht ihr mal eure Regeln mit der Gentechnik und dem Hormonfleisch und wir brechen unsere Regeln mit den Flugzeugsubventionen und alles ist gut. Das war das regelbasierte System. Ein Stück weit auch eine Aushandlungssache. Und insofern würde ich sagen, es ist keine Überraschung, dass dieses regelbasierte System heute offensichtlich an seinen eigenen Widersprüchen angekommen ist und in der Form so nicht mehr funktioniert. Man muss diese Regeln ändern. Absehbar ist das natürlich nicht, weil sie können nur im Konsens geändert werden. Ein Konsens zwischen allen Staaten der Welt über eine Änderung der Welthandelsverträge, den sehe ich überhaupt nicht am Horizont. Dementsprechend sind wir jetzt in einer Phase der Unsicherheit und es stellt sich heraus, dass eben ein großer Teil dieser Regeln im Praxistest nicht mehr durchsetzbar sein wird. Allein schon deswegen, weil die WTO mit ihrer Schiedsgerichtsbarkeit von den Amerikanern ja auch gezielt sabotiert wird und diese Schiedsgerichte sabotiert werden. So, es ist jetzt eine gute Gelegenheit, über neue Regeln zu diskutieren, weil die alten ja offenbar nicht mehr funktionieren, dann brauchen wir neue. Das kann man gut finden, das kann man auch schlecht finden. Aber wegdiskutieren kann man es nicht, dass diese Regeln so nicht mehr funktionieren. Das ist ein Fakt. Und ich würde es ehrlich gesagt schade finden, wenn man diese Diskussion nur Leuten wie Herrn Trump oder Herrn Altmaier überlassen würde, wie man neue Regeln macht. Wir haben ja auch noch ein paar Vorschläge und ich glaube, unsere Vorschläge sind mit Sicherheit eher mehrheitsfähig in der Bevölkerung als das, was der Herr Trump oder Herr Altmaier so in der Pipeline haben. Da wollen wir auch gleich... Danke. Da wollen wir auch auf der letzten Runde hier auf unserem Panel nochmal drauf eingehen. Vielen Dank, dass du es schon mal angerissen hast, Jürgen. Also wir haben jetzt ein bisschen gehört, okay, das Recht des Stärkeren spielt auch mal gerne gegen das regelbasierte System. Eigentlich ist das regelbasierte System eh nur für den Stärkeren zugeschnitten. Wenn die Stärkeren untereinander was ausmachen, können sie das auch in ihrem Interesse wieder verändern. Hans, wenn wir jetzt sozusagen nochmal zurückblicken auf diese Debatte, die jetzt gerade in der Öffentlichkeit zumindest geführt wird um Protektionismus und Freihandel, und im Hinterkopf dieses Behalten, naja, eigentlich ist es sowieso nur ein Armdrücken zwischen zwei Parteien, die sowieso dasselbe wollen. Gibt es denn dann überhaupt noch einen signifikanten Unterschied zwischen den USA und der EU, wenn es zur Handelspolitik kommt? Ja, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen USA und, ich sag mal, Deutschland. Ja. Der America First ist eine Politik, die hat bisher eigentlich jeder amerikanische Präsident betrieben und entspricht ja letztendlich auch seinem Amtseid. Ja, jeder auch Führer eines Staates wird vereidigt und ist darauf vereidigt, zunächst mal die Interessen seines Landes zu vertreten. Und genauso dasselbe gilt natürlich auch für Deutschland. Ja. Auch der Amtseid des Bundeskanzlers, der lautet nicht irgendwie der Welt alles Gute zu tun, sondern erstmal für die deutschen Interessen zu sorgen. Der Unterschied allerdings ist, dass die Wahrung deutscher Interessen in der globalisierten Welt ein europäisches Kostüm braucht. Ja. Deshalb ist ja auch zum Beispiel dieser Vergleich, dass die USA mit Europa eine mehr oder weniger ausgeglichene Handelsbilanz haben, das ist eine typisch deutsche Sichtweise. Das ändert nämlich überhaupt nichts daran, dass Deutschland eine extrem positive Handelsbilanz gegenüber der USA hat. Und das heißt aber für andere, wenn das so ist, ja, und das ist ja so, dann heißt das natürlich für andere Europäer, dass die ein großes Defizit haben müssen, sonst käme ja diese Ausgeglichenheit nicht zustande. Ja. Also das ist ein entscheidender Unterschied. Und ich denke auch, dass in der
Substanz der Politik Trump eigentlich nicht aus dem Rahmen der amerikanischen Handelspolitik fällt. Ja. Die haben schon immer gewechselt, ich habe das vorhin gesagt, USA zwischen offiziellem zwischen Freihandelsrhetorik und protektionistischem Verhalten. Das Neue an Trump ist einfach, dass er es direkt anspricht, ja, dass er sehr direkt plump ist. Der betreibt Politik in dem Stil, wie er sein Geschäft großgezogen hat. Ja, der hat auch kein Problem, hatte auch kommerziell kein Problem, Geschäftspartner gnadenlos über den Tisch zu ziehen, beziehungsweise in Ruin zu treiben. Ja. Und in dem Stil macht er Politik. Also, wie gesagt, viel Neues bringt er nicht. Und das in der Sache. Und das heißt aber auch im Umkehrschluss, die Hoffnung, dass man Trump aussitzen kann, die ist insofern illusionär, ja, als man vielleicht ihn als Person in 4 Jahren auswechselt. Aber das wird an der Substanz der Politik der USA, Handelspolitik der USA, nichts ändern. Ja, danke. Du hast, finde ich, nochmal einen wichtigen Punkt angesprochen. Wir haben ja auch innerhalb der Europäischen Union ein starkes... Wollen Sie was erwidern? Direkt? Ich habe... Bitteschön, bevor ich zum nächsten Block übergehe. Ja, ich wollte noch was zum Thema Autoexport sagen. Ein ganz interessantes Detail. Es gibt ja auch den Streit um das Atomabkommen mit dem Iran und Handelsbeschränkungen damit. Wer gut zugehört hat, hat gesehen oder gehört, dass die PSA-Gruppe, die ja in unserer Region jetzt auch nicht mehr so ganz unbekannt ist, als Opel-Mutter, jetzt ihre Geschäfte mit Iran auf Eis legt, weil sie in den USA stärker Geschäft machen wollen. Natürlich sind die Japaner und Koreaner auch alle da. Und Fiat selbstverständlich auch, schon allein wegen der Chrysler-Geschichte. Also da sind ja die Deutschen nicht die Einzigen. Und das ist jetzt keine Widerrede. Aber Trump arbeitet seine Wahlversprechen ab. Ja. Ja, der arbeitet einfach knallhart seine Wahlversprechen ab, ob das Sinn ergibt oder nicht, auch für seine eigenen Leute. Das, was ich vorhin ganz kurz angetippt habe, die Steelworkers haben vielleicht einen Vorteil, aber die bei Metallverarbeitern arbeiten, wie bei Autoherstellern und diejenigen am Ende, nämlich die Kunden, die den Kram kaufen, den treibt das die Inflation sonst wohin. Ja, und wenn nicht gleichzeitig die Löhne steigen, dann haben sie am Schluss weniger in der Tasche. Und da gibt es ja schon Modellberechnungen, dass zwar mehr Arbeitsplätze bei den Stahlunternehmen rauskommen, aber ganz deutlich weniger bei den Metallverarbeitern. Also ob das so schlau ist, was er da treibt innenpolitisch, das lasse ich mal dahingestellt sein. Ja, finde ich einen spannenden Punkt. Vielleicht können wir da nachher nochmal drauf eingehen, wenn wir ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Mal hier rüber gucken. Aber nochmal ein Punkt, den du aufgemacht hast, Hans, den ich spannend finde, also dass sozusagen auch innerhalb der EU ja nicht uniform ist und auch längst nicht mehr alle so das große Lied auf den Freihandel singen. Es bröckelt ja auch ein bisschen, nicht wahr, Jürgen? Ich gucke dich jetzt so an, weil ich weiß, dass es auch eins ein Thema ist, was dir sehr am Herzen liegt. Es ziehen ja längst nicht mehr alle mit sozusagen bei der europäischen Handelspolitik, die ja vor allen Dingen von Deutschland und auch für Deutschland gemacht wird. Was siehst du da so, was auch für uns als Bewegung spannend sein könnte, zu verfolgen? Ja, ich meine, die Interessenlagen der diversen EU-Mitgliedstaaten ist einfach natürlich sehr unterschiedlich. Ja? Eine Export-Weltmeisternation wie Deutschland hat natürlich andere Interessenlagen wie ein Land wie, sagen wir mal, Spanien oder auch Frankreich, die eben da völlig anders strukturiert sind. Und die Reaktion auf das, was Trump im Augenblick macht, ist dementsprechend in der EU äußerst unterschiedlich. Die Deutschen haben sich im Augenblick nicht durchgesetzt. Es gibt jetzt die Ansage, harte Strafzölle etc. auch von Seiten der EU als Reaktion auf die USA zu machen. Das wollten die Deutschen nicht, aber man wird sehen, wie weit das am Ende reicht. Aber wir haben natürlich die parallele Entwicklung, dass spätestens nach den Wahlen in Italien jetzt nicht mehr so ganz sicher ist, ob diese Handelspolitik, die in der Öffentlichkeit der EU längst komplett umstritten ist, die im Grunde keine öffentliche Legitimation mehr hat, die aber im Ministerrat der EU nach wie vor einstimmig, bis jetzt einstimmig durchgezogen wurde. Wir erinnern uns an das Drama mit Wallonien, wo ein halbes Land für 2 Wochen ein Abkommen aufgehalten hat. Was haben wir da nicht applaudiert für den Ministerpräsidenten der Wallonien, der Wallonie? Jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo auch das nicht mehr absehbar ist. Italien hat eine Regierung, die kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber sie hat einen Koalitionsvertrag, da steht drin, dass sie CETA ablehnen werden und alle ähnlich gestrickten Abkommen auch.
Ja, wird man die jetzt einfach überstimmen? Kann man die jetzt einfach überstimmen oder fallen die halt wieder um? Ja, ich meine, das kennt man ja auch. Für Regierungen, Parteien versprechen viel vor der Wahl. Nach der Wahl fällt man gern mal um. Wir werden sehen. Aber einfacher wird es jedenfalls nicht für diese Handelspolitik. Und ich finde schon, dass mittlerweile halt auch deutlich wird, diese Regierung Italiens ist ein Produkt von 20 Jahren Austerität, von 20 Jahren neoliberaler Politik, die maßgeblich von Berlin ausgegangen ist und von Brüssel. Und das sieht man dann schon. Leute wie Trump, Leute wie die Fünf-Sterne-Bewegung etc. sind nicht die Alternative oder der Neoliberalismus ist nicht die Alternative zu denen, sondern im Gegenteil, er ist ihre Ursache. Und wir brauchen da jetzt mal eine offene und ehrliche Diskussion, ob wir mit einer verschärften Politik des Neoliberalismus, das ist das, was die Kommission vorhat, noch 20 weitere Freihandelsabkommen nach genau diesem Strickmuster haben sie in der Pipeline. Das Ergebnis wird dasselbe sein. Sie produzieren damit noch mehr Opposition, und zwar wahrscheinlich auch sehr viel rechtspopulistische Opposition gegen dieses System. Da muss man doch irgendwann mal die Notbremse ziehen. Also, du sagst, es wird nicht einfacher für die europäische Handelspolitik, und auch wenn wir uns jetzt sozusagen ein bisschen den Verlauf auch der Diskussion oder des Streits mit den USA angucken, habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, die machen ein bisschen zueinander so Edge-Badge, ich hebe jetzt auch Strafzölle. Demnächst kommen dann jetzt Strafzölle auf Whisky und Orangensaft, Erdnussbutter, Jeans, Harley-Davidson und weiß ich nicht, was noch alles. Und dann finde ich, drängt sich ja uns allen schon ein bisschen die Vorstellung auf oder so der Eindruck auf, dass das eigentlich ein Ablenkungsmanöver ist. Das ist ja jetzt auch schon ein paar Mal hier bei euren Beiträgen gefallen. Und wenn wir so ein bisschen gucken, was passiert gerade real auf dem Parkett der europäischen Handelspolitik, dann sehen wir vor allen Dingen eins, nämlich jede Menge Abkommen nach dem alten Schemata, die jetzt durchgepeitscht werden, allen voran das Abkommen mit Japan. Christoph, was denkst du, also ist es sozusagen ein tatsächlich reelle Furcht vor dem Handelskrieg, dem wir hier bevorstehen, oder ist es eigentlich alles eine große Farce, die inszeniert wurde, um uns ein bisschen von der Spur abzubringen? Nee, ist gut, dass du das ansprichst, Nelly, oder das, wie das bislang hier gelaufen ist. Nee, es ist ja so, ich muss aber von vornherein eine Geschichte sagen, also mir dreht sich ja immer alles um, wenn ich dieses Wort Freihandel aus unseren eigenen Mündern höre, die Diskussion schriftlich verfolgt haben, weil das ist kein Freihandel, das ist ein unfairer Handel, und deswegen heißen wir nämlich auch netzwerkgerechter Handel, Welthandel. Und das ist total wichtig für uns, weil diese Propagandalüge, die politischen Erfüllungsgehilfen der Großkonzerne da vertreten die ganze Zeit, das ist ein absoluter Hammer eigentlich, dass wir alle immer wieder drauf reinfallen. Weil frei ist dieser Handel nämlich nur fürs Kapital und soll für die Daten sein. Was wir nämlich praktisch sehen ist, und das ist auch das, woran die EU eventuell zerbrechen wird, das ist das, warum es irgendwie hier auch weltweit diese Proteste gibt oder wo auch diese handelskritischen Themen überhaupt an den Globalisierungskritik angedockt haben ist. Wir sehen nämlich eigentlich alle, dass die Ungleichheit weltweit immer größer wird. Und zwar nicht wie früher zwischen Norden und Süden, sondern inzwischen hat das auch den Norden erreicht. Inzwischen ist es auch so, dass hier auch das Kapital immer sich mehr akkumuliert und wir immer und die Menschen, die normal arbeiten, die Menschen, die auch arbeitslos sind, immer weniger haben. Ich meine, wie praktisch. Ich habe auch noch eine Zahl zu dem, was wir vorhin gesagt haben. Es stimmt natürlich, Deutschland ist der Exportweltmeister. Alleine der Handelsbilanzüberschuss zwischen Deutschland und den USA beträgt 64 Milliarden. Das ist richtig, was du dann vorhin nämlich gesagt hast. Das heißt, dass die anderen europäischen Länder nämlich ein sehr, sehr großes Defizit haben müssen. Das ist total absurd eigentlich, dass wirklich diese Konstruktion EU dazu geführt hat, dass wir als extrem reiches Land ganz viel exportieren, ganz viel Kapital wieder hierher kommt, was aber auch, wenn man sich die Lohnentwicklungen hier anguckt, gar nicht mal bei den Menschen hier und bei den Kollegen und Kolleginnen hier angekommen ist. Aber was vor allen Dingen dazu geführt hat, dass in Ländern des Südens eine extrem hohe Arbeitslosigkeit herrscht. In den Ländern des Südens Europas spreche ich jetzt. Ich spreche jetzt nicht mehr von Afrika, wo die Ungleichheit genauso oder noch stärker größer wird und wo es immer noch so ist, dass Menschen hierher kommen müssen, weil sie keine Chance haben in ihrer Heimat. Deswegen, ich glaube, dass es ein Kampf zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen ist, der da gerade ausgeführt wird.
und dass es im Endeffekt darum geht, dass es einen zivilisatorischen Bruch im Moment gerade gibt, wo es jetzt die Frage ist, gibt es eigentlich diese alten Industrien, sind die das noch, die weiter bestimmen werden, oder ist es jetzt eine Digital- und Finanzindustrie? Wie die Finanzindustrie hat das die letzten 20, 30 Jahre schon vorgelebt und jetzt wird es die Digitalindustrie. Das Interessante daran ist nämlich, dass die größten Profiteure von dem, was die Trump-Administration in den USA macht, sind gar nicht die Stahlarbeiter, sind gar nicht die Autoarbeiter in den USA, sind gar nicht die, mit denen er dann denkt, irgendwie er könnte mit seinen plumpen Sprüchen sich gemein machen. Nee, das ist die Pharmaindustrie, das ist die Digitalindustrie, die da sind. Und die wiederum haben eine totale Kritik an ihm. Das ist eine völlig abstruse Situation, in der wir gerade sind. Danke. So, du hast ja jetzt ein bisschen angesprochen, also die Regeln eigentlich machen, sind die das große Kapital vor sich herschieben. Wir sind ja jetzt heute Abend auch in einem öffentlichen Podium mit dem Titel Geopolitik. Deswegen würde ich jetzt auch diesen Bereich nochmal ein bisschen bemühen und die Frage, die sozusagen dem auch entweder mit dem verbunden werden kann oder dem vielleicht auch nochmal als Theorie oder Ansatz entgegengestellt werden kann, ist ja ein Bild, was auch schon unter den TTIP-Protesten immer sehr stark bemüht wurde von den Befürworterinnen, allen voran dem Wirtschaftsminister, war das alte Feindbild der gelben Gefahr, also sozusagen die Angst oder vor China zum Beispiel, dem großen Player, der uns dann allen als alter, eingesessener Westen den Rang abläuft. Und sozusagen unsere europäischen, aber auch die US-amerikanischen Konzerne immer mehr unter Druck setzt. Diese wiederum haben dann Angst, dass sie Marktanteile verlieren. Und mich würde interessieren, Hans, was deine Einschätzung ist, was so der Stand in dieser Debatte ist und wie das sozusagen zu dem passt, was Christoph gerade gesagt hat, mit wer sind eigentlich die eigentlichen Gewinner oder auch die Treiber hinter dieser Agenda? Ja, der Stand der Debatte ist meines Erachtens überaus widersprüchlich. Also ich kann mich noch entsinnen, dass China, ja, was ja heute als gelbe Gefahr hier postuliert wird bei uns, das war vor 2 oder 3 Jahren noch der große Hoffnungswert der deutschen Wirtschaft. Ja, alle müssen nach China, solange da die Wachstumsraten stimmen. Ne? Und jetzt plötzlich taucht wieder ein Wort auf, was mich auch sehr beunruhigt, die gelbe Gefahr. Ja? Also das hat der Kaiser Wilhelm seinerzeit schon propagiert. Und also in gewisser Weise beunruhigt mich das, so von der Gesamtentwicklung her, dass alles jetzt wieder von der Euphorie, dass der Handel der große Friedensbringer ist, plötzlich in militärische Kategorien umschlägt. Ja. Was aber die geostrategischen Interessen betrifft, die wir mal im Auge hatten, als wir das konzipiert hatten, nämlich die geostrategischen Interessen derer, die die Handelsabkommen abschließen wollen, ist meines Erachtens im Moment die Lage sehr unübersichtlich. Also ob es noch ein gemeinsames geostrategisches Interesse der USA und Europa gibt, das scheint mir im Moment doch eher fraglich zu sein. Also ich müsste da jetzt, ich meine, gibt natürlich immer irgendwie so Theorien, dass im Geheimen da hinten was läuft, also kann sein, überblicke ich nicht, aber wie im Moment die strategische Debatte läuft, und das kann man ja auch, oder einen Interessengegensatz kann man ja auch an der Aufkündigung des Iran-Atomdeals machen, wo die Position der USA eine ganz andere ist als die Europas. Also das weicht meines Erachtens im Moment auf. Die geostrategischen Ausrichtungen, schätze ich mal, werden im Moment neu sortiert, und da gilt für mich auch, im Moment, das, was ich vorhin gesagt habe, man muss mal abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Stichwort, hat Trump wirklich einen Generalplan oder handelt er situativ bedingt? Das kann man im Moment nicht beurteilen, und ich würde mich da an Spekulationen nicht wirklich beteiligen wollen. Vielen Dank. Dann würde ich jetzt gerne noch, damit wir auch bald öffnen können, noch zu dem letzten Block gehen, der ein bisschen Richtung Aussichten geht. Und vielleicht erstmal nochmal so eine generelle Frage, die auch zur Selbstreflexion vielleicht dienen kann, ist, was mir immer wieder begegnet, naja, oder heute Abend ist es, glaube ich, auch schon ein bisschen gefallen, eigentlich diese ganze Bemühung, Debatte um Trump, das spielt uns ja in die Hände, der macht ja jetzt, was ihr eigentlich wollt, also ihr in Form von zivilgesellschaftlicher Bewegung für eine Reform der Handelspolitik oder eine Handelskritik an der aktuellen Ausrichtung. Also hat er sozusagen die
Kritik an der Globalisierung ein bisschen für sich gekapert, zumindest im Bild mancher Medien. Und erntet da ja auch Lob, auch von Linken. Also es gibt auch Akteure wie Heiner Flassbeck zum Beispiel, der in letzter Zeit gesagt hat, wenn ein Land wie die USA dauerhaft Handelsdefizite ausweisen, dann ist es berechtigt, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und auch die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung hat gesagt, also die Linke lässt sich hier von den Interessenkarren global agierender Unternehmen spannen, anstatt sich mit lokaler Produktion und lokalen Arbeitsplätzen zu solidarisieren. Und da würde mich jetzt schon interessieren, wie wir da erwidern, was hältst du, Christoph, zum Beispiel, was hältst du davon und wie kommen wir da als linke Bewegung wieder raus? Vielleicht auch ein bisschen im Zwiegespräch mit Herrn Winter, der uns nochmal spiegeln kann, was die Leute daran interessiert oder wie das auch aufgenommen wird und verteilt wird in den Medien. Wollen Sie vielleicht den Aufschlag machen? Machen wir ein bisschen hin. Also ich finde das immer wieder, das ist ein Argument, was ja erst begegnete mir das immer wieder von den Rechten, also von der AfD, die gesagt haben, Mensch, ihr Linken und wir Rechten, wir wollen ja eigentlich genau das Gleiche. Jetzt begegnet mir das seit 2 Jahren, also seit Trump an der Regierung ist, von Trump. Das ist natürlich eine völlig absurde Situation, weil was wir, anders, ich kann für die meisten von hier sprechen irgendwie. Was wir wollen, ist natürlich eine gerechte Weltordnung, ist eine Weltordnung, die die Ungleichheit verringert statt verschärft, ist ein emanzipatives Weltbild, wo egal aus welchem Land man kommt, aus welcher Hautfarbe und welches Geschlecht jemand hat, diejenigen die gleichen Rechte haben, und ist ein solidarisches Weltbild, was wir erkämpfen müssen, wollen und müssen hier. Und das unterscheidet uns ganz grundsätzlich von einer America First oder Christoph von Lieven First Politik. Das ist, glaube ich, was ganz Grundsätzliches, was ich auch immer wieder denke, was wir klar machen müssen. Es geht uns darum, dass wir uns als Völkergemeinschaft hier mal drauf geeinigt haben. Es gibt eine allgemeine Deklaration der Menschenrechte und die muss für alle gelten. Und es gibt keinen, der weiße Mittelständler oder der weiße Mittelklasse-Mensch ist wichtiger und wertvoller, auch wenn es leider faktisch immer noch so ist. Also an der Stelle erwarten Sie jetzt keinen Widerspruch, nehme ich an. Was ich allerdings nochmal aufgreifen möchte, ist, wenn wir jetzt mal die Kritik an diesen Freihandelsabkommen oder Nicht-Freihandelsabkommen weglassen, sondern auf das Thema regelbasiert gehen und Sie sagen, wir wollen jetzt andere Regeln aus der Zivilgesellschaft heraus, und dann haben Sie einen, ja, was ist er? Ist er so ein Verhandlungspartner, Herr Trump? Oder ist er einer, der sagt, ich setze die Pistole auf die Brust und du tanzt nach meinen Regeln oder halt nicht? Wie weit kommen Sie denn dann? Also ich sehe jetzt nicht, wie man mit so einem, also sozusagen als Bürger spreche ich jetzt, ja, wie man mit so einem umgehen soll. Ja? Und ich meine, dass jedes Land seine eigenen Interessen vertritt, das ist erstens nicht verboten, sondern zweitens ganz normal. Ja? Und dieses Handelsbilanzdefizit der Vereinigten Staaten bezieht sich auf den Güterverkehr und nicht auf die Gesamtbilanz. Also auch Italien zum Beispiel hat einen Leistungsbilanzüberschuss. Ja, und zum Thema CETA und Italien, gestern hat die Regierung nicht nur mitgeteilt, dass es bei ihrem Programm steht, sondern die haben gesagt, dass es ablehnen, ja, nachdem es Österreich kurz zuvor ja ratifiziert hatte, also sind schon einen Schritt weiter. Also das sind natürlich ganz, ganz offene Widersprüche, also ich zitiere mal die Kollegen heute aus München, da steht es drin, bei uns sicherlich auch, aber wie wollen Sie mit einem Herrn Trump mit Ihrem Ansatz umgehen? Würde mich interessieren. Da kommt natürlich bei mir der Greenpeace-Campaigner raus jetzt. Ne? Da sage ich dann zu, okay, das kann ich eigentlich auf einen kurzen Begriff bringen. Wenn wir uns hier alle einig sind, und das heißt nicht nur wir, sondern irgendwie auch andere, die mit diese Werte vertreten, von denen ich vorhin geredet habe, dann werden wir natürlich immer wieder in eine konfrontative Situation geben. Aber dann müssen wir gucken, an was für einem Ansatz, und das ist im Moment, würde ich sagen, der Markt, an was für einem Ansatz kann man denn da auch, können wir denn da wirklich auch Macht ausüben? Und ganz ehrlich, soll doch der Trump oder soll doch der Daimler oder wer auch immer seinen Scheiß einfach nirgendwo mehr loswerden können? Das ist doch der Punkt. Also die Frage ist doch, ob wir das schaffen, uns weltweit auch so zu organisieren, dass wir eine Marktmacht auch beeinflussen können. Und das können wir. Also in einem Land wie Deutschland schaffen wir das.
an einzelnen Punkten. In einem Land wie Europa haben wir gezeigt, dass wir es schaffen, dass wir zumindest bestimmte Teile von Abkommen verhindern können. Ich glaube, dass auch in den USA ein ziemlich starkes Bewusstsein dafür gibt, was richtig und was falsch ist. Und dass es nicht richtig ist, eben, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Und ich glaube, natürlich ist das ein Langstreckenlauf und kein kurzer Sprint. Ich versuche mal hinten anzufangen, weil an einer Stelle muss ich einhaken, damit es lebendig wird. Die Amerikaner haben eine Milliardärsregierung gewählt. 17% der Amerikaner haben Trump. Ja, ja, aber in der Regierung sitzen Milliardäre und einer neben dem anderen. Das zum einen. Dann können Sie natürlich, also ich fahre auch kein Daimler, jeder muss das Auto fahren, das er braucht. Aber wenn Sie, ich zitiere jetzt den Satz mal nicht, den Sie da gesagt haben, jemandem bei Daimler vorhalten, der da sein Geld verdient, der würde das ganz sicherlich anders sehen, insbesondere auch dann, wenn er Mitglied der IG Metall ist. Da bin ich aber fest von überzeugt. Und natürlich ist dieser plakative Satz von Herrn Trump, ich ziehe das so lange durch, bis auf der Fifth Avenue kein Daimler mehr fährt, zwar sehr plakativ, aus meiner Sicht auch reichlich borniert, denn die Amerikaner werden ja wissen, warum sie Daimler fahren und Porsche und kein Chevy oder Buick. Ja? Also das hat ja Gründe und warum Deutschland im Handel so erfolgreich ist mit seinen Produkten ja auch. Also ich meine auch die Italiener zum Beispiel mit ihrem Leistungsbilanzüberschuss, die haben tolle Maschinen und nicht nur Leder, was sie verkaufen und Agrargüter, die wissen auch, wie es geht. Ja, also nochmal, wenn Sie, und das glaube ich schon, wenn Sie sich mit einem auseinandersetzen wollen und auch sowas wie Verlässlichkeit haben wollen, dann brauchen Sie natürlich Regeln, dass diese Regeln dann letztlich ein Kompromiss sind, der halt so ausgehandelt wird, wie es halt so ist. Ja, also der Schwächere bestimmt halt in aller Regel nicht das Spiel. Das muss einem ja nicht passen. Aber das ist mir persönlich im Zweifelsfall immer noch lieber als einer, der mir die Pistole auf die Brust setzt und dann sagt, du tanzt nach meinen Regeln oder nicht. Weil das wird richtig spaßig. Ja, ich glaube nicht, dass davon irgendeiner einen Gewinn hat. Noch einen Schlusssatz zum Thema Iran. Das kann er sich natürlich auch leisten, erstens, weil er dann sein Elektorat bedient mit Blick auf Israel, ja, und zum anderen, was haben denn die Amerikaner wirtschaftlich zu verlieren im Iran gegenüber Europa? Und wie sieht denn die geostrategische Position aus? Da ist Europa viel, viel näher dran. Also ich hatte das Vergnügen, vor anderthalb Jahren mit Al-Wazir einer Delegation anzugehören, die in Iran war. Da war ganz viel Hoffnung auf beiden Seiten. Ja, jetzt gibt es noch deutsche Mittelständler, von denen ich auch einige kenne, die versuchen das zu umgehen. Übrigens über China, ja, mit Handelspartnern in China, die dann sagen, ja, denen kann das ja egal sein, dann liefere ich meinen Kram nach China und der Chinese liefert es nach Iran und das Geld kommt bei mir an. Ja, also da muss man gucken, wie die Fronten verlaufen und da hat der Trump an der Stelle ein leichtes Spiel, finde ich. So, jetzt haben wir die Diskussion ein bisschen angeheizt. Ich würde hier oben von jedem von euch, die jetzt noch nicht gesprochen haben, zwei kurze Statement-Sätze zur Erwiderung zulassen und dann würde ich gerne öffnen fürs Publikum, weil ich sehe jetzt auch schon, es fängt das Gemurmel an. Und ich glaube, das ist gut und wir wollen dem auch Raum geben. Also ich denke, wir hier als Bewegung stehen jetzt vor der Herausforderung, einen Begriff zu finden oder zu definieren, was wir unter gerechtem Handel verstehen. Ja? Und das ist die Aufgabe. Und wenn wir die gescheit lösen, dann kommen wir aus dem Dilemma raus, dass wir mit der AfD oder mit Rechtspopulisten in einem Boot sitzen. Also wenn man das, sagen wir mal, in die Richtung denkt, dass eine rein formale, also erstmal eine ganz äußere Voraussetzung für Gerechtigkeit im Handel, eine ausgewogene Balance sein muss. Also solange das die Handelsungleichgewichte so sind, wie sie sind im Moment, hat man überhaupt keine Chance, auch nur an Gerechtigkeit zu denken. Ja, das heißt jetzt natürlich noch lange nicht, dass wenn die wertmäßig die Handelsbilanzen ausgeglichen sind, dass das schon gerecht ist. Aber solange das nicht erreicht ist, und da bin ich halt wieder bei meinem Thema Handelsüberschuss Deutschlands, solange... Ein bisschen über die zwei Sätze hinausgeschossen. Bitte? Genau. Ja, gut, ich kann ja so, bin ja hier in der Stadt von Adorno, ich kann ja mal versuchen, so Sätze zu formulieren, wie der es gemacht hat. Ja, aber das sind wir dann heute Abend um 8 noch hier. Ja, also wie gesagt, das ist unsere Aufgabe, dass wir jetzt mal von der Kritik an den einzelnen Handelsabkommen wegkommen und wirklich formulieren, wie sieht gerechter Welthandel nach unseren Vorstellungen aus. Und da haben wir auch viele taktische und strategische Probleme wahrscheinlich gelöst.
Okay, also System Change, not Climate Change, Jürgen? Oder wie siehst du das? Das klingt gut, ja. Also ich glaube, wir können natürlich hier immer sehr viel über globale Regeln reden, aber noch spannender ist es eigentlich mal über deutsche Politik zu reden und diese extreme Abhängigkeit Deutschlands, der deutschen Wirtschaft vom Export, die entpuppt sich jetzt wie jede Abhängigkeit als eine durchaus auch zweiseitige Geschichte. Eine Abhängigkeit hat immer auch Probleme. Und ich glaube, Deutschland sollte sich jetzt, und wir werden das, wir haben gar keine andere Wahl, wir müssen darüber nachdenken, wie wir von unserem Exportfetischismus runterkommen. Unsere Standort-Deutschland-Ideologie seit 25 Jahren hat dazu geführt, dass wir jedes Jahr höhere Exportrekorde feiern, natürlich auch in Kombination mit einer systematisch unterbewerteten Währung für uns. Und jetzt lernen wir plötzlich kennen, dass man damit auch auf die Schnauze fallen kann. Wir müssen also unsere Politik ändern. Wir haben 48% des deutschen Bruttoinlandsprodukts hängen am Export. Das ist einsame Spitze unter allen Industrieländern. Frankreich sind es keine 30%. Das ist ungesund, das ist ein Problem. Und von diesem Problem müssen wir runterkommen. Wir müssen also auch ein bisschen an die Ursachen gehen. Warum haben die Deutschen derartig hohe Wettbewerbsfähigkeit? Weil wir unsere Löhne künstlich niedrig halten. Nirgendwo anders sind die Lohnsteigerungen in der Eurozone so niedrig wie bei uns, abgesehen von Griechenland. Dann ändern wir das doch mal. Dann nehmen wir doch mal kräftige Schlücke aus der Lohnpulle. Dann erhöhen wir doch mal hier die Löhne und senken unsere globale Wettbewerbsfähigkeit. Das ist in unserem eigenen Vorteil und das ist auch gut für die Weltwirtschaft und das trägt mehr als alle Konzepte dazu bei, dass die Weltwirtschaft zu sinnvolleren Regeln kommt. Also darüber, glaube ich, muss man in Deutschland mal diskutieren. Das ist extrem schwierig, weil alle koalitionsrelevanten Parteien dieser Standortideologie anhängen und glauben, das sei gut, wenn man jedes Jahr noch höhere Exportüberschüsse auftürmt. Manche lernen es erst auf die harte Tour. Ich glaube, dieser Prozess ist gerade im Gang und ich finde, da sollten wir uns dann auch beteiligen mit sinnvollen Vorschlägen. Die haben wir ja. Danke. Christoph, noch kurz zum Schluss. Shira Stanton von Greenpeace hat ja letztlich in dem Paper, was ich gelesen habe, das fand ich sehr schön geschrieben, not just another world is possible, but also another trading system. Let's keep pushing for it. Also es gibt nur nicht nur, kann nur eine andere Welt schaffen, sondern auch ein anderes Handelssystem und wir sollten da dranbleiben am Ball. Ich nehme an, du teilst diese Vision und vielleicht kannst du dir noch ein bisschen mit Leben füllen, damit wir dann die Diskussion starten können. Ja, da beziehe ich mich aber nochmal auf Sie, Herr Winter, weil natürlich bin ich der Meinung irgendwie, dass wir ein anderes Handelssystem brauchen oder auch eine andere Welt brauchen, wie meine Kollegin das auch geschrieben hat, aber das muss regelbasiert sein, aber eben die Regeln, die müssen gemacht werden von den Menschen, die davon betroffen sind und nicht von denen, die davon nur bislang nur profitieren, indem sie daran richtig verdienen. Und das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Also das ist das, was wir versucht haben als Netzwerk und woran wir arbeiten müssen. Alles klar, dann möchte ich mich erstmal für die erste Runde hier oben bei euch ganz herzlich bedanken bei Ihnen. Und dann öffnen wir für Ihre Fragen. Ich würde einfach, ich sehe nicht immer alle, wer genau als erstes war, also bitte vertraut meinem Urteil. Anne, sollen die in die Mitte kommen oder gehst du? Okay, dann fangen wir von vorne an. Erste Reihe links mit dem weißen Hemd. Vielleicht kurz Ihren Namen sagen und dann bitte eine Frage stellen, kein langes Kurzwort. Mein Name ist Michael Koppel, ich komme aus Bremen, bin in keiner Organisation, die hier vertreten ist, sondern bin hier als interessierter Bürger. Ich bin also teilweise ein bisschen unruhig gewesen bei der Diskussion und habe mich aber gefreut sehr also über die prägnanten Worte, die Christoph gefunden hat in dieser Diskussion, weil ich denke, das waren die politischen Worte. Und unruhig gewesen bin ich eigentlich, immer wenn also über Liberalismus und Protektionismus gesprochen wird. So also als wären das irgendwelche ideellen Werte oder moralischen Werte. Das sind keine ideellen und moralischen Werte, es sind wirtschaftliche Werte. Dahinter stecken wirtschaftliche Interessen und wenn darüber gesprochen wird, dann geht es um das Recht der Stärkeren und der Stärkere zieht entweder die Liberalismuskarte oder also die Protektionismuskarte, gerade wenn es ihm nützt. Und deswegen finde ich, es geht darum, wirklich also dazu zu kommen, diese Begriffe, ich habe hier jetzt aufgeschrieben, zu entdämonisieren, und also zu entglorifizieren.
Weder also sind sie schlimm, noch sind sie gut. Du hast es gesagt, wunderbar, wenn wir Zölle hätten auf CO2. Klasse Sache. Also Zoll an sich ist kein Wert, der schlecht ist. Man muss gucken, wofür ist er denn gedacht? Und ich muss also auch weltweit gucken. Ich muss gucken, wem nützt das, wem schadet das? Und letztendlich, wer also hinten drunter bleibt, das sind die Entwicklungsländer. Die Starken bestimmen die Gesetze und dagegen muss man sich wehren, denke ich. Es geht um die Schwächeren, die wir also unterstützen müssen in ihrem Bestreben, an diesem gerechten Welthandel teilhaben zu können und aufzuholen gegenüber den Staaten, denen es gut geht. Und da wäre ganz schön, wenn daran gearbeitet wird weiter. Vielen Dank. Danke. Also kämpferischer Aufruf an unsere Reihen. Dann zweite Reihe im weißen Hemd. Ja, ich heiße Michael Erhardt. Ich möchte mich als erstes bei Jürgen Mayer ganz herzlich bedanken für den flammenden Appell, in Gewerkschaften einzutreten, weil es ja so ist, ja, dass höhere Löhne nicht vom Himmel fallen, hätte ich gar nicht erwartet von dir. Ja. Und sowas finde ich super. Ich vertrete den Deutschen Gewerkschaftsbund im Frankfurter Bündnis. Wir haben in den Gewerkschaften sehr stark die Fragestellung nicht-tarifäre Handelshemmnisse thematisiert. Das war unser Ding, mit dem wir im Prinzip die Debatte auch ein Stück weit drehen konnten. Da ist mir wenig die Rede davon, ehrlich gesagt, in neuerer Zeit. Da würde mich mal insbesondere Jürgens Einschätzung, ja, sagen, wie wird diese Fragestellung, weil die ja in diesen 20 Abkommen, die da in der Pipeline sind, sind die ja alle drin, ja, dieses Thema. Und das ist ja genau die neue Qualität auch an Abkommen. Und aus diesem Grunde müssen wir alles dafür tun, dass wir CETA eben abgebogen kriegen und dürfen uns nicht auf eine etwas schwierige Regierung in Italien verlassen. Wir haben ja auch gedacht, dass wir Schützenhilfe aus Österreich kriegen. Mich würde mal interessieren an Thorsten Winter die Frage an der Stelle, was seine Einschätzung ist, wie der Ratifizierungsprozess zu CETA in Deutschland verläuft. Ja, also wenn wir das nur immer unter uns diskutieren, ist das ganz schön, aber da würde mich insbesondere mal die Sichtweise, wie er das wahrnimmt, in den Wirtschaftsredaktionen interessieren. Vielen Dank, wir würden noch drei Fragen sammeln. Ich habe vierte Reihe in dem dunklen Hemd, dann Henning also erst die vierte Reihe, genau. Mein Name ist Eduard Messmer. Ich bin jetzt seit 2014 unterwegs im Mittelbadischen mit mehr Demokratie und mit der Gemeinwohlökonomie. Meine Frage ganz kurz. Also was ich jetzt vermisst habe in der Diskussion ist das Thema Klima, der Zusammenhang zwischen Freihandel und Klima. Die Pia Eberhardt sitzt ja, glaube ich, hier. Die haben ja gerade Studie rausgebracht, zusammen mit einem anderen Institut, wo drin steht, dass wir noch 3 Jahre Zeit haben, ne? Wenn wir den Handel noch weiter ausweiten, so wie es in der Freihandelsagenda ist. Also ich hätte gern, dass wir vielleicht noch auf das Thema Klima im Zusammenhang mit Freihandel eingehen, was dazu sagen. Danke. Vielen Dank. Da hat sich auch eine Dame gemeldet, die würde ich vorziehen. Letzte Reihe ganz hinten und dann machen wir erstmal hier und ich habe euch aber auf der Liste für nachher. Da kommt ein Mikrofon, kurzen Moment. Mein Name ist Barbara Baumann, ich komme aus Gießen, vom Gießener Bündnis gegen CETA, TTIP und Co. Was mich besonders interessiert, ist die Frage nach der immer wieder auch bestätigenden Wahrnehmung oder Konzipierung von Welthandel als solchem, als sei das ein Postulat Welthandel auf jeden Fall, nur er muss fair sein. Das ist meines Erachtens nicht so treffend. Diese Handelsströme, die mit exponentieller Zuwachsrate nach wie vor versehen sind, sind meines Erachtens nicht nur nicht notwendig, sondern sogar schädlich. Meiner Meinung nach ist diese Art von Abschottung, pejorativ formuliert, oder regionaler, nationaler Souveränität, erstmal vor der eigenen Haustür produzieren und seine eigenen Dinge herstellen, die nachhaltigere und auch am Ende dann die fairere, weil man auf kurzen Supply Chain Wegen durchaus auch diese Gerechtigkeit im Blick hat, was über die Distanz verloren geht, und natürlich auch vor dem Aspekt der Energie, des Energiebedarfs, dieses enormen Zuwachses an Transportkilometern weltweit. Meines Erachtens, diese Handelsaxiom muss dekonstruiert werden. Also Welthandel als Wert an sich ist sehr stark fragwürdig. Vielen Dank.
Dann machen wir hier oben eine kleine Runde. Ich würde einfach mit dir anfangen, Jürgen, weil du auch direkt angesprochen wurdest bezüglich der nicht-tarifären Handelshemmnisse als neue Qualität. Und vielleicht kannst du auch mitnehmen die Frage von der Kollegin gerade eben, also Welthandel um jeden Preis, Fragezeichen. Und dann genau, geben wir es weiter. Ja, die nicht-tarifären Handelshemmnisse, die sind ja spätestens seit der TTIP-Diskussion in aller Munde. Da kamen die ja sozusagen auch zum ersten Mal ganz groß in ein Handelsabkommen rein oder ein geplantes. Und das ist eben ein Teil dieser Deregulierungsideologie, wenn man quasi per Abkommen, per völkerrechtlichem Abkommen Regierungen daran hindert, im öffentlichen Interesse zu regulieren. Das ist die neoliberale Ideologie. Und dazu kommt natürlich, dass sehr viele exportorientierte Industrien damit verhindern wollen, dass man mit irgendwelchen sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse eben die Marktöffnungen wieder ein Stück weit relativiert, die man in Freihandelsabkommen gemacht hat. Wenn wir mal zur Kenntnis nehmen, dass wir keine weiteren Marktöffnungen mehr brauchen, der Exportweltmeister hat genug Exportüberschüsse, weitere Marktöffnungen in irgendwelchen anderen Ländern brauchen wir nicht mehr, dann hat sich die Diskussion eigentlich auch erledigt. Also mir ging es jetzt mehr darum, sozusagen die Intention mit immer mehr Freihandelsabkommen oder Handelsabkommen, sorry Christoph, sozusagen noch höhere Exportüberschüsse zu erzielen, in Frage zu stellen. Die nicht-tarifären Handelshemmnisse, die Zollsenkungen etc. sind ja dann sozusagen die Instrumente für dieses Ziel. Also insofern, wir haben da gar keinen Dissens, aber ja, und die Frage mit der Sinnhaftigkeit des globalen Handels, die kam ja auch von dem Kollegen von der Gemeinwohlökonomie, was sind denn die Klimawirkungen von diesen ganzen Transporten? Das ist in der Tat ein Riesenproblem. Also wenn ich mir vorstelle, dass man Stahl über die Weltmeere schippert, ja, das ist ja jetzt nicht sozusagen ein kleines, leichtes Produkt, was man da in der Jackentasche mitnehmen kann. Das sind enorm schwere Produkte, die mit hohem Energieaufwand um die ganze Welt geschippert werden. Wenn die Transportpreise, die ökologische Wahrheit sprechen würden, dann wäre das alles vollkommen ineffizient, da würde das kein Mensch machen. Wenn die Transportpreise die ökologische Wahrheit sprechen würden, wenn Schiffstreibstoffe, Flugzeugtreibstoffe so besteuert würden, wie der Treibstoff in sozusagen auf den Straßen, dann wäre das Thema erledigt. Dann hätten wir das gar nicht. Das wäre ein viel höhere Kosten als alle Zölle. Also die Frage ist vollkommen berechtigt. Ich sage in der Tat auch, bei manchen Dingen muss man Weltmärkte in Frage stellen, nämlich da, wo es ökologisch nur noch irrsinnig wird. Weltmärkte für Smartphones machen für meine Begriffe Sinn. Weltmärkte für Milch sind absolute Schwachsinn. Und ob Weltmärkte für Stahl einen Sinn machen, darüber kann man in der Tat profund mal drüber diskutieren. Herr Winter, die Vorlage auch für Sie. Ja, ich möchte Sie nicht ärgern, aber ich fange trotzdem mal hinten an. In den Vereinigten Staaten werden gewisse Stähle gar nicht produziert. Die müssen die importieren. Oder nicht mehr, aber gut, ich nehme jetzt einfach mal den Iststand, sie werden nicht produziert. Genauso wie Levi's keine Jeans mehr in den USA produzieren kann, weil die so teuer wären, dass sie kein Mensch mehr kaufen würde. Herr Erd, Thema Smartphone bietet da so einige Vorteile. Ratifizierungsprozess, ein Artikel bundesregierung.de vom September und ich kenne keine andere Stellungnahme. CETA bringt große Vorteile für EU. Punkt. Das ist die Überschrift. Nach alledem, was ich verfolgt habe, wird davon ausgegangen, dass der Ratifizierungsprozess in diesem Sinne positiv verlaufen wird, also sozusagen für die CETA-Gegner negativ. Ob dem so ist, das werden wir dann sehen. Wir haben ja momentan eine ganz spannende Situation, auch aktuell in der Union. Wohin das noch führt, weiß ich nicht. Ich habe keine Glaskugel. Wenn meine Info allerdings richtig ist, dass alle EU-Staaten dieses Abkommen ratifizieren müssen, damit es final in Kraft tritt und die von Ihnen zitierten Italiener weiterhin Nein sagen, also unter dieser Prämisse, ist es dann wahrscheinlich hinfällig oder täusche ich mich an der Stelle? Ich habe das da mit einem Fragezeichen versehen, ja, ich bin ja kein Welthandelsspezialist. Zu dem Thema, das Frau Baumann angesprochen hat, wenn alle nur noch selbst das produzieren, was sie brauchen, habe ich Sie richtig verstanden? Frau Baumann, ist das richtig? Sagen Sie, dass Sie sozusagen alle sollen nur noch das produzieren, was sie selbst brauchen, vorwiegend? Es muss eine Qualitätsstandard
Ja, okay. Okay. Ein ähnliches Argument, bitte erschrecken Sie nicht, habe ich von Marine Le Pen gehört im Wahlkampf und mit der Sie mit Sicherheit nicht verglichen werden wollen, das halte ich für völlig absurd. Aber wenn die das in Frankreich gemacht hätte, hätte sie gleich Millionen Arbeitslose mehr auf der Straße gehabt in vielen Industrien, die stark exportlastig sind. Und was das für Deutschland bedeuten würde, das lassen wir mal ganz außen vor an der Stelle. Ich glaube, an der Stelle kommen wir da nicht weiter, sondern vielleicht eher an der Stelle, dass jeder das am besten macht, was er am besten kann und dass es dann einen Austausch gibt, der möglichst fair sein sollte. Ja, und ja, das von meiner Seite aus. Ich hoffe, das ist dann beantwortet Ihre Frage. Okay, also Hans, jeder soll das machen, was er am besten kann, nach der klassischen Theorie von Ricardo. Was denkst du, Welthandel um jeden Preis? Naja. Und was ja auch noch ein bisschen angerissen wurde, bringt CETA wirklich so viele Vorteile? Ich habe mal lange ist es her, ja, gelernt, der Welthandel sollte so organisiert sein, dass jedes Land seine natürlichen Standortvorteile in die Waagschale wirft und nicht seine abgesenkten Sozialstandards, sein Lohndumping und seine interne Ausbeutung. Ja? Also das ist, ich weiß, es ist very old school, das ist heute fast Romantik, aber ich bin der Meinung, es ist wahr. Und ich will auch nochmal anknüpfen, Frau Baumann, an das, was Sie gesagt haben. Ich denke, eine wesentliche oder wichtige Voraussetzung für Gerechtigkeit im Welthandel ist eine Absenkung des Volumens, ist die Stärkung regionaler Wirtschaftskreisläufe. Das heißt nicht, ja, dass Welthandel insgesamt abgeschafft werden soll. Ja. Also ich sage das hier als Attacke und ich wiederhole das, Attac ist eine globalisierungskritische Organisation. Wir sind keine Globalisierungsgegner. Also der Versuch hier, das hatten wir auch mal diskutiert, im größeren Stil Bananen in Deutschland anzubauen. Ja, also das lehnen wir ab, auch wenn hier im Nizza zwei Bananenstauden da wachsen. Ja. Aber es ist eine Ausnahme. Ja. Bitte? Extreme Ausnahme. Also eine wichtige Voraussetzung ist das Eindampfen des Welthandelsvolumens und dann reduziert sich natürlich auch die Problematik von Handelsüberschüssen. Ja. Und es reduziert sich natürlich das Transportproblem, das auch ein ganz, also ein echt ökologisches Problem ist. Ich will mal ein Beispiel nennen, was mir ein Freund, also ich bin, naja, Meteorologe, aber eigentlich Luftchemiker, erzählt hat, die machen luftchemische Messungen auf dem Atlantik. Und da kann man allein an den Werten der Schadstoffverteilung sehen, wie auf dem Atlantik die Schiffsrouten laufen. Ja, wenn man auf den Schiffsrouten fährt, geht es hoch. Sobald man die verlässt, geht es runter. Und man muss sagen, dass da auf dem Meer halt eine wesentlich bessere Durchmischung ist. Also da weht mehr Wind, wo es eigentlich besser verteilt werden sollte. Aber das hält sich so stark, ja, dass man, wie gesagt, die ökologischen Folgen des Welthandelsvolumens, die sind nicht eingepreist. Ja, den Klimawandel spüren. Und das ist auch ungerecht, ja, diejenigen, die am wenigsten dazu beitragen, das sind die Menschen in Afrika, die leiden am meisten unter dem Klimawandel, der unter anderem natürlich auch durch diese Transportprobleme verursacht wird. Also das ist ein Gebot auch der Gerechtigkeit, dass man das Welthandelsvolumen verkleinert. Noch ein kurzer Beitrag von Christoph und dann öffnen wir nochmal. Also keine Angst, ich habe euch gesehen und ja, ich habe vielleicht. Also ich muss noch mal kurz was zu Klima sagen. Natürlich, also eine der Geschichten, also wir sehen natürlich die Klimakrise, die wir jetzt gerade haben, als grundsätzlich eine Menschheitsaufgabe an. Da sehen wir uns mit Frau Merkel auf einer Linie. Und das hat sie so gesagt. Und wir sagen ja auch, wir müssen in alle Verträge, alle Handelsverträge, die da sind, muss auch dieser Bezug auf das Pariser Klimaabkommen
drin sein und es muss dazu dienen, auch die Treibhausgasemissionen maximal zu senken und nicht weiter zu steigern. Das schließt sowas wie natürlich ein, wie die ganzen Transporte, aber vor allen Dingen schließt es auch ein, dass nicht jetzt das beknackte Liquid Natural Gas aus den USA, was da durch Fracking entstanden ist, hierher gebracht wird oder nach Europa, dass wir überhaupt von dieser ganzen fossilen Welt weiter abhängig sind, die wir nämlich hier überhaupt nicht fördern und auch nicht fördern sollten. So, und dafür gibt es ja auch extra Verträge. Pia hat das ja gemacht mit der Energy Charter Treaty, gerade nochmal aufgezeigt, wie sowas auch durchgesetzt wird, wie über diese Investor-Streitschlichtsverfahren innerhalb solchen Völkerrechtsverträgen, völkerrechtlich bindenden Verträgen und gerade was die Energie angeht, weil das ist einer der Bereiche, die am meisten gehandelt werden weltweit, mit dem größten Finanzvolumen hier, wie damit gehandelt wird und wie wir das auch eigentlich, dass wir das auch stoppen müssen. Ich wollte noch was zu CETA sagen. Ja, CETA, wir haben ja alle mitgekriegt, dass die SPD sich, als wir auf ihrem Bundesparteitag 2016 beinahe zerrissen hat daran, dass die Mehrheit eigentlich der Mitglieder und auch die Mehrheit der Delegierten ursprünglich gesagt hat, wir wollen auf keinen Fall dieses beschissene Abkommen ratifizieren, was ja nicht nur schlecht ist für die Menschen hier, insofern, dass über sie einfach hinweg geredet wird, dass es diese Investor-Streitschlichtungsverfahren gibt, sondern auch, dass da drin die Parlamente nicht mehr ausreichend berücksichtigt werden, dass diese regulatorische Kooperation da drin ist, dass also demokratische Institutionen im Nachklapp, falls es einmal eingeschlossen ist, dann einfach ausgeschlossen werden. Nee, das damals ja passiert ist, für alle, die da dabei waren, ihr wisst es noch, Gabriel hat da sein Amt und seine Person in die Waagschale geworfen. Und was jetzt passiert ist in dem letzten Koalitionsvertrag, es steht einfach drin, wir werden das ratifizieren. Es gibt noch großen Widerstand, es gibt auch Widerstand in der SPD dagegen, es gibt ganz großen Widerstand in einigen anderen Parteien dagegen. Und wir müssen einfach, da bin ich mit Jürgen und auch mit dir da hinten ganz klar auf einer Meinung, wir müssen nämlich mal gucken, wie sind wir hier regional und saisonal aufgestellt. Also wie kriegen wir das hin, dass wir die Politik hier beeinflussen, um auch die Weltpolitik zu beeinflussen. Und ich glaube, wir haben da gute Chancen, ganz unabhängig davon, was jetzt CDU und CSU gerade da Schauspiel veranstalten, um sich zu zerlegen, da auch nochmal Einfluss drauf zu nehmen. Also ich sehe CETA noch lange nicht verabschiedet. Okay, vielen Dank. Wir machen jetzt noch eine Fragerunde. Wir haben ja heute Abend noch viel vor. Im Anschluss gibt es hier noch eine Vernetzung. Deswegen noch nicht alle Energie auf einmal rausballern. Ich habe jetzt eine ganze Reihe. Ich würde jetzt einfach mal alle durchgehen, der Transparenz halber. Und wenn ich jemanden von euch dann nicht gesehen habe, dann streckt ihr nochmal auf. Ich habe jetzt Henning, Uwe, Marie-Louisa, dann hinten der Herr, hier rechts noch jemand, vorne links und Ernst Christoph. Und dann noch die zwei Fragen in der Mitte. Mhm. Ich bitte euch, keine Co-Referate, kurze Fragen hier oben für die Diskussion, wenn ihr was beitragen wollt. Wir sammeln alles und danach machen wir hier sozusagen eine Abschlussrunde, die nochmal versucht, auf all eure Kommentare und Fragen einzugehen. Bitte, Henning. Ich bin Henning Hinzer aus München, habe mit anderen zusammen 2013 die Gruppe Freihandelsfalle von Attac dort gegründet. Also wir beschäftigen uns länger damit. Ich stimme eigentlich seit Jahren immer mit dem überein, was Jürgen Mayer sagt. Aber was du heute gesagt hast an einem Punkt, da muss ich widersprechen. Du hast so getan, also so ist es bei mir angekommen, als wenn es in unserer Gesellschaft eine große Abneigung gegen diese Art von Handelsabkommen gäbe. Ich kann das überhaupt nicht sehen. Das gibt es in unseren Kreisen und dort, wo du Vorträge hältst, wo aufgeklärte Leute zusammenkommen, die sich einen Abend dafür Zeit nehmen, da ist es so. Wenn du zu Pax Christi gehst oder was weiß ich. Aber wir dürfen doch nicht aus dem Auge verlieren, dass die Medien unisono hinter CETA stehen, sich für Teaser einsetzen. Ich finde es toll, ich finde es ungewöhnlich, dass wir hier jemanden von der FAZ haben, aber ich kann euch berichten, wir sind mit einer Delegation zur Süddeutschen Zeitung gegangen, zur Wirtschaftsredaktion, um uns über die total einseitige Berichterstattung zu beklagen. Wir haben gegen Wende geredet, das war rausgeworfene Zeit, die denken, sie machen den besten Wirtschaftsteil in Deutschland und alles ist in Butter.
Also alle wichtigen Medien sind doch in der Hand von Leuten, die diesen sogenannten Freihandel immer propagieren. Und von daher müssen wir die Realitäten sehen und es ist enorm schwierig, dagegen anzugehen. Wenn ihr euch vorstellen würdet, einen Moment, dass Klaus Kleber mal einen flammenden Artikel, einen Beitrag halten würde gegen CETA, dann wäre er weg vom Fenster. Das dürfte er einmal machen und ein zweites Mal nie wieder. So sind doch die Verhältnisse. Und wenn wir durch die Regionalpresse gehen und dpa, ist alles das gleiche Lied. Also wir dürfen unseren Gegner nicht unterschätzen. Vielen Dank. Gibt es direkt vorne nach zu Uwe? Ja, Uwe Hicks von der Naturfunk. Jetzt muss ich die FAZ in einem Satz in Schutz nehmen. Ist die einzige bundesweite Zeitung, die einen Marxisten im Feuilleton schreiben lässt. Weh tut mir natürlich, dass es nicht in der Wirtschaftsredaktion ist, sondern im Feuilleton. Aber das ist ja schon mal was als Anfang, sage ich mal. Warum ich mich gemeldet habe, ist eine Aussage von Hans. Gibt es denn überhaupt noch Gemeinsamkeiten der beiden großen Blöcke, auf der einen Seite Europäische Union mit Deutschland als Hegemonialmacht und der USA? Ich glaube, die gibt es. Wir sind ja zurzeit in einer Situation, wo die beiden großen, früher hätte man das bezeichnet, Haupthegemone im imperialistischen Auseinandersetzungen, darum streiten, wer ist die Nummer eins auf dem Weltmarkt, wer hat die besten Zugänge zu den verschiedenen Märkten und wer hat vor allem die besten Zugänge zu den Rohstoffen und die günstigsten Zugänge. Aber das unterscheidet sie und das erleben wir zurzeit ja auch in dem Streit, der auf der einen Seite von der US-amerikanischen Regierung, auf der anderen Seite von den Europäern versucht wird durchzusetzen. Aber ich denke, wenn man sich ihre beiden Politiken mal anschaut, wird man sehr schnell feststellen, dass beide eint, dass sie zwei gemeinsame Gegner haben. Der erste Gegner heißt China, weil sowohl die Politik der Europäischen Union ganz klar darauf ausgerichtet ist, zu verhindern, dass China eventuell mal der Welthegemon werden könnte und noch stärker auf der Weltökonomie wird. Und sowohl die Versuche der Europäischen Union mit TTIP, schaut euch die Papiere an, da stand immer drin, geht darum, zu verhindern, dass China noch stärker wird, als auch die Frage von CETA und anderen Freihandelsabkommen darauf ausgerichtet ist, China klein zu halten, EPAs in Afrika beispielsweise. Und die zweite Frage, die beide auch eint, und da braucht man sich ja nur bei der aktuellen Frage anschauen, die aktuellen Fragen anschauen, ist, dass Russland nicht groß wieder werden soll und dass die riesigen Rohstoffe, die es in Russland gibt und in dem Umfeld von Russland gibt, möglichst günstiger an die beiden großen Staaten gegeben werden kann. Und deshalb denke ich, wenn wir uns die Oberflächlichkeiten anschauen, stellen wir fest, die hauen sich wie die Berserker. Geht man ein bisschen tiefer, stellt man fest, dass halt in einer Zeit, wo neue Machtbalancen austariert werden, natürlich auch die Hegemone untereinander streiten, dass sie aber beide ein, dass sie versuchen, keinen neuen Hegemon hochkommen zu lassen. Und deshalb glaube ich, ist die Zeit zur Zeit so gefährlich, ich bin auch am Ende so gefährlich, weil es gegen China gehen wird und in einer Art und Weise, wo wir alle noch staunen werden, oder wirst du sehen, Trump und die Merkel sind sich ganz schnell wieder einig. Unsere Gegner sind Merkel und Trump. Danke. Zu Marie-Louise. Ja. Marie-Louise Werne vom Netzwerk Solidarische Landwirtschaft. Also ich möchte noch mal auf eines eingehen, was Christoph von Lieven gesagt hat. Es geht um gerechten Welthandel. Und zwar für alle Länder, auch die eben durch die Verträge nicht betroffen sind und insbesondere den globalen Süden. Und da denke ich, da ist es solidarische Wirtschaften eben eine Form, die regionalen Kreisläufe zu verbessern und vor allen Dingen auch für alle Menschen ein gutes Leben zu schaffen, weg vom Kapitalismus. Und der andere Punkt, der kam ja heute Abend noch zu wenig zum Tragen, und zwar das ist der Punkt, wir insbesondere in Deutschland exportieren ja materielle Güter, konkrete, also Autos, was weiß ich, Maschinen und so weiter, aber umgekehrt vom Atlantik, da haben die großen Konzerne virtuelle Güter, nämlich Facebook, Amazon und so weiter. Und wenn man diesen Überschuss ausrechnet, dann ist dieser Handelsüberschuss sozusagen ausgeglichen. Aber sie üben eben die Macht aus bei uns. Und da wollte ich nochmal fragen, welche Nachteile sehen Sie denn da oder seht ihr auf der Bühne, wie sich dieses Gleichgewicht weiter oder Ungleichgewicht weiterentwickeln wird? Dann habe ich in der letzten Reihe links, ja genau, mit dem karierten Hemd. Ich bin Utz Küpper vom Kölner Bündnis für gerechten Welthandel und von ATTAC. Ich bin frustriert über die erste Stunde hier heute Abend. Ich bin angereist, weil ich dachte, wir reden über Strategien und Aktionen,
zu einem Ziel, das wir eigentlich so nicht vielleicht ganz präzise, aber doch ungefähr klar haben. Ja, gerechter Welthandel, da kann man natürlich auch stundenlang drüber diskutieren, aber irgendwo gibt es doch da einen Kern. Gerechtigkeit im Umgang der weniger entwickelten Regionen mit uns, hochentwickelten Regionen, Gerechtigkeit in der Wahrung von Arbeitnehmer, von Sozial- und Umweltstandards zwischen den Ländern und diesem Handel, Gerechtigkeit innerhalb der Währungs- und Wirtschaftsgemeinschaft, die wir hier in Europa haben. Das sind doch eigentlich im Grundsatz ziemlich klare Zielstellungen, die viele in dem Bündnis teilen. Vielleicht ist es nicht klar genug aufgeschrieben und kommuniziert oder vermittelt, aber ich finde, das Ziel ist eigentlich ziemlich deutlich und wir würden heute und morgen vor allen Dingen über Strategien und Aktionen, aber dann müssten wir natürlich klar haben, wozu eine Aktion und welchem strategischen Ziel dient das. Und das ist total diffus hier heute Abend. Und das beunruhigt mich, sage ich mal ganz offen. Und ich finde, ich habe überhaupt keine Lust, über Trump zu diskutieren. Ich habe Lust, darüber zu diskutieren, warum das mit der SPD zum Beispiel so ist, wie Sie eben gesagt haben. Ja? Und die SPD im Kölner Bündnis zum Beispiel war Mitglied, bis wir uns im vorigen Herbst entschlossen haben, unseren alten Grundkonsens, der 4 Jahre alt war, neu zu fassen. Da stand nämlich auf einer Seite von oben bis unten nur, wir sind gegen, wir sind gegen, wir sind gegen. Und wir haben gesagt, wir schreiben jetzt mal, was wir wollen. Ja, und das haben wir gemacht. Und da ist erstmal ein 8-Seiten-Papier rausgekommen, wo das inhaltlich stärker ausgearbeitet ist. Und dann gibt es davon diese eine Seite. Und diese eine Seite finden wir finden eigentlich beides nach wie vor sehr gut, was wir da gemacht haben. Aber die SPD hat sich bis heute, also auch nach mehreren Mahnungen in Köln, dazu nicht äußern können. Ja, sie werden nicht mehr dabei sein, weil da klar drin steht, Dinge, die sie im Koalitionsvertrag nicht drin haben und die sie auch nicht mehr vertreten. Seit Herr Schulz da nichts mehr zu sagen. Vorher auch nicht, glaube ich. Also, ich möchte eigentlich die Frage stellen, ist den Veranstaltern, den Vorüberlegern, die es ja hier gibt, klar, was wir eigentlich morgen machen sollen? Oder können wir heute Abend darüber noch irgendwie weiter diskutieren, wie wir das klären? Denn einfach nur so quer durch den Zeitungswald diskutieren, wie wir das jetzt hier gemacht haben, eine Stunde, das bringt, glaube ich, den meisten hier nichts mehr. So, vielen Dank. Ich habe jetzt als nächstes im hinteren Block der Herr mit dem dunklen Hemd. Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, ich hoffe, das Mikro ist dicht genug. Ja, okay, also Hans, wir haben die letzten Tage in mehreren Runden darüber diskutiert, dass wir im Grunde genommen viel zu oft die Themen so diskutieren, wie sie eben von denen, die die Welt bestimmen, sage ich jetzt einfach mal so, also nach deren Agenda diskutieren. Wenn ich also in die Welt schaue und mir auch angucke, was so in den Medien und sonst wo diskutiert wird, dann läuft es mir oftmals eiskalt den Rücken runter. Zu meinem Hintergrund, ich bin in meinem ersten Studium Naturwissenschaftler und beschäftige mich sehr mit Klimawandel. Ja. Wir zerstören zurzeit unser Klima, wir zerstören die Meere, die ungefähr mindestens 50% des Sauerstoffs über Algen produzieren, den wir atmen. Ja, jetzt habe ich vergessen, was wir noch alles kaputt machen. Artenvielfalt wissen wir genau, ja. Also wie gesagt, ich beschäftige mich intensiv mit allen globalen Herausforderungen seit 30 Jahren und lehre darüber in Hochschulen auch. Ja. Und mir wird es Angst und Bange, also jeder kann es eigentlich recherchieren. Die letzten Jahre war die Temperatur in der Arktis um plus 30 Grad zu hoch. Das muss man sich mal reintun. Ich wusste es selbst nicht, ich bin durch Zufall drauf gestoßen und habe dann festgestellt, dass das schon einige Jahre so geht. Also das nur mal am Rande. Das heißt, ich würde es wirklich toll finden, wenn Ökonomen an den Universitäten und auch Wirtschaftsabteilungen in Zeitungen das mal zusammendenken würden, dass es eben mit der Globalisierung, dem Welthandel in diesem Ausmaß nicht weitergehen kann, weil wir enorme Mengen an Treibhausgasen produzieren und dass wir das eben besser organisieren müssen. Und da haben wir gestern Abend gerade drüber gesprochen. Wir müssen uns eben Ziele klar machen, die hinter einem gerechten Welthandel stehen. Wir müssen erstmal die Lebensgrundlagen erhalten. Das ist ja der eine Punkt, und Solidarität und so weiter.
Also ich will jetzt nicht zu lange reden. Jetzt noch eine Frage, Heinz. Ja, ganz kurz. Lass mich bitte. Es ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der hier nicht angesprochen wurde und wo ich immer wieder merke, dass die Grüppchen, in denen man sich so trifft, geradezu Angst davor haben. Wir müssen auch das Geld- und Finanzsystem in den Blick nehmen, weil das, was der Herr von Greenpeace hier sagt, der Kampf zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen, den Kampf hat ja das Finanzkapital längst gewonnen, aber wir können Geld nicht essen, wir können uns noch weiter knüppeln lassen und als Sklaven hier arbeiten, ja, aber wir können Geld nicht essen. Letzter Punkt bitte. Wir müssen uns auch befassen mit der Militarisierung der Welt und der EU. Und man muss sich dann, was Klima anbelangt, mal ausrechnen, wie viel Treibhausgase die Produktion und die Kriege verursachen. Man möchte sich bitte mal angucken, wie viel Benzin ein Flugzeug, ein Panzer verbraucht, ein Flugzeugträger, so viel wie eine ganze Stadt. Also diese Aspekte möchte ich gerne noch mit aufgenommen haben. Also Geld und Macht steht hinter all diesem und das muss zentral diskutiert werden in den Gruppen, die eine Änderung wollen, und das passiert leider viel zu wenig. Alles klar, danke. Dann haben wir jetzt noch drei Beiträge, Ernst Christoph und dann noch die beiden Herren hier in der Mitte, und damit schließen wir dann die Fragen. Ja, es ist heute ja schon öfter das Wort gefallen, regelbasiert. Ich finde das ja total genial, dieses Wort, muss ich sagen. Also basiert, das ist so irgendwie, hat eine Bodenhaftung, Regeln, das ist alles so schön ordentlich. So ein Begriff zum Reinlegen irgendwie, ne? Regelbasiert. Also, aber vor allen Dingen ein Begriff, der eigentlich darüber hinwegtäuscht, was sind das eigentlich für Regeln? Also welche Regeln meinen wir eigentlich? Und das ist auch der Sinn und Zweck dieses Begriffs, dass nämlich Leute zusammengeführt werden, die ganz unterschiedliche Regeln meinen, aber sich dann zusammenführen können unter dem schönen Wohlfühlbegriff des Regelbasierten gegen die ganzen Outlaws dieser Republik. Und ich sag mal, diese Trumps sind ja alle vor allen Dingen auch deshalb zustande gekommen, weil die Menschen im Land, und das ist etwas, was man ernst nehmen muss, nicht mehr den Eindruck haben, dass sie diese Regeln schreiben. Also, dass irgendwas nicht stimmt in unserer Demokratie. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, und die ich euch weitergeben möchte, wenn sich diese beiden Fraktionen in jeder Talkshow auf der Mattscheibe streiten mit ordentlichen Werf, dann können wir uns natürlich hinstellen und sagen, die meinen eigentlich nur das Gleiche, wir meinen was anderes. Aber die Frage ist ja, wie knacken wir das? Also das ist ja nicht so, dass man einfach sagen kann, ihr müsst jetzt über uns berichten und nicht mehr über diesen Streit da. Wie knacken wir das eigentlich? Knacken wir das, indem wir sagen, wir machen jetzt ein Bündnis mit den Regelbasierten gegen die Bösewichte dieser Welt? Oder müssen wir vielleicht auch sowas haben wie einen linken Populismus? Müssen wir vielleicht sowas haben wie Umwelt first, Klima first oder was vorhin, Löhne first. Also müssen wir vielleicht auch ein bisschen ruppiger werden. Danke. Jetzt habe ich noch zwei in der Mitte. Geht's schnell? Dann haben wir noch, ich glaube, wir sind schon über die Zeit. Also vielleicht mal noch eine kurze, prägnante Frage. Dankeschön. Ich bin Manfred Spengler und von Bonn hierher gekommen. Und freue mich, dass diese Veranstaltung, liebe Nelly, heute Abend stattfinden kann. Ich habe eine kurze Frage. Die Bundesregierung, wenn ich das richtig verstanden habe, beabsichtigt bilateral nun auch Gegenzölle zu erheben. Sie macht also genau das Gleiche. Ich lasse mich gerne belehren, das ist eine Frage. Sie will also mit einigen Partnern Gegenzölle erheben. Auf der anderen Seite höre ich zu meinem Vergnügen, dass die gute alte WTO, für die ich mal vor 40 Jahren auch gearbeitet habe, dass die wieder reaktiviert werden soll. Das ist die einzige Einrichtung, die mit Autorität Zölle wirksam verhängen kann. Frage an das Panel: Was machen wir nun? Wollen wir weiter fragmentieren? Wollen wir weiter bilaterale Abkommen machen, obwohl wir merken, dass solche bilateralen Abkommen überhaupt nicht wirken? Kanada und Mexiko sind in einem engen Partnerschaftsverhältnis mit Amerika eingetreten und es hat ihnen überhaupt nichts genutzt. Mit anderen Worten, diese bilateralen Abkommen sind schwach. Frage an das Panel: Will man zweigleisig vorgehen? Will man die gute alte Tante WTO wieder reaktivieren, was mir sehr gut gefallen würde? Oder will man weiter sich verheddern mit Singapur, mit Japan, mit 79 AKP-Staaten? Das ist die Frage. Danke. Dann der Herr im blauen Hemd noch eine Kurzfrage und hier vorne im schwarzen Hemd die erste, zweite Reihe. Günter Brendle-Benisch, Stopp TTIP Ansbach,
Stadt und Land und ÖDP. Ich möchte an das anschließen, was der Uwe Hicksch gesagt hat. Und zwar vor einigen Wochen kam die Schlagzeile, Trump im Weißen Haus angekommen, wurde mehr oder minder gejubelt. Und ich habe den Verdacht, und da würde ich gerne was dazu hören, dass das mehr ist als nur einfach eine Schlagzeile, sondern dass möglicherweise sich die Kräfte in den USA da ganz gut geeinigt haben und Trump unter anderem Vorzeichen mit anderen Methoden genau das macht und genau das fortsetzt, was bisher an Politik gelaufen ist, nämlich auf der einen Seite ein ja, gewisser Protektionismus, auf der anderen Seite das, was die USA unter Freihandel versteht und dass auf der Gegenseite die EU sehr gut auf diese Tour kann, dass es also gar kein Versehen ist, sondern dass hier Angst produziert wird, Trump also als das große Monster hingestellt wird, damit sie uns vor sich her treiben können und genau in die Richtung treiben können, in die sie wollen. Und es geht genauso weiter, wie es war, weil alle eben wie die Kaninchen auf die Schlange starren. Können Sie sich dazu noch äußern? Vielen Dank. Und letzte Frage hier vorne links, zweite Reihe. Herbert Debus, BUND, Kreisverband Groß-Gerau und Aktionsbündnis gegen TTIP-CETA, dieser im Kreis Groß-Gerau. Folgende Frage. Erste Frage bezüglich Abwehr von Rechten. Da ist die Frage zu stellen, also für Barbara Baumann kann ich mich, glaube ich, hallo Barbara, hat nichts mit Rechten zu tun. Es ist aber so, dass die Rechten eben... Also bei Hitler war zum Beispiel die große Alternative, wir können uns nicht im eigenen Land ernähren, Welthandeln wollen wir nicht, da sind die Juden drin, also ziehen wir nach Osten, da wohnen nur Slawen. Ja? Letzten Endes läuft es darauf hinaus, auf Eroberungspolitik. Wir müssen uns überlegen, wie können wir eine menschenvermittelbare Politik der Suffizienz gestalten, wo wir eben regionale Kreisläufe und eine, ja, wie soll ich sagen, eine reduzierte oder eine angemessene Lebensform hinkriegen können. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ratifizierung. Wir müssen uns überlegen, wie wir jetzt insbesondere in Hessen, wie wir die Grünen, ich will das direkt auf die Grünen zuspitzen, wie wir die Grünen dazu kriegen, dass sie zu ihren eigenen Beschlüssen stehen. Also, es gab ein Webinar vor kurzem mit dem Sven Giegold und der Pia und anderen Namen weiß ich nicht mehr, wo ich auch diese Frage gestellt habe und Sven Giegold hat gesagt, ja, es gibt klare Beschlüsse gegen TTIP und gegen CETA, die auch eingehalten werden von der Europafraktion und von der Bundestagsfraktion der Grünen und ansonsten müssen wir sehen, was geht. Ja? Also wir müssen in Hessen hier sehen, was geht. Denn wenn die Grünen nochmal in eine Regierung hier kommen, dann können sie die Karte ziehen, die Koalitionskarte ziehen. Und deswegen, also da müssen wir ansetzen. Letzte Frage, gerechter Welthandel. Frage an die Ökonomen, wie werden Preise da gemacht? Wie werden die Terms of Trade festgelegt? Wer macht das dann? Preise jetzt werden nach Handelskriterien, nach dem Markt bestimmt. Wer soll dann wie Preise des Austauschs, wie wird der Austausch dann geregelt? Finde ich für mich eine spannende Frage, das zu machen. Achso, dann noch eine Frage, wie kommen wir an die Medien ran? Letzte Frage. Die sind ja heute hier. So, ich darf mich erstmal ganz herzlich bedanken für die Fragen, für die Geduld. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier diesen Raum aufmachen. Das ist unsere Strategie- und Aktionskonferenz, in der wir miteinander ins Gespräch kommen. Vielen Dank an Anne, dass du das Mikrofon trägst. Wir machen das so, wir machen hier oben eine kleine Runde, auch sozusagen gerade für euch drei nochmal mit, das fand ich sehr schön, was Ernst-Christoph auch aufgemacht hat, wie kriegen wir denn jetzt nochmal so richtig Bums in die Sache, sage ich mal so in meinen Worten. Das fände ich schön, wenn ihr das da noch ein bisschen zuspitzen würdet und dann nehmt gerne die Fragen, die, zu denen ihr euch auch angesprochen fühlt. Wir hatten einen ganz bunten Strauß von, sollen wir die WTO revitalisieren, ist das der richtige Weg und hinüber, gibt es eigentlich überhaupt diese große Abneigung gegen die Freihandel, gegen die neoliberalen Handelsabkommen der Europäischen Union, wie wir sie antizipieren. Da fällt mir dieser schöne Slogan ein, der mal zu den UN-Klimakonferenzen sehr beliebt war als T-Shirt-Aufdruck. Lasst uns doch den Planeten retten, aber nur wenn das auch konform ist mit WTO-Regeln. Und genau, vielleicht fangen wir einfach
von außen zur anderen Seite an. Ist das denn für euch in Ordnung? Okay. Ja, also ich denke, wir haben jetzt, da bin ich Optimist, ein Fenster der Gelegenheit, auch offensiv zu argumentieren, einfach weil die Widersprüche der Freihandelsbefürworter so offenkundig sind. Ja. Da bin ich, wie gesagt, Optimist und sage aber auch, dass das eine Herausforderung für uns ist. Das ist eine Gelegenheit, die wir nutzen sollten. Und wir sollten, was die Medien betrifft, nicht unbedingt so nach hinten schauen. Ja, also ich habe den Eindruck, im Moment sind auch die Medien offen. Also ich habe jetzt vor 14 Tagen einen Bericht in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über die Welthandelssituation und die geostrategische Lage Deutschlands gelesen. Also ich habe den Eindruck, wenn wir das richtig anstellen, finden wir jetzt Gehör. Das ist aber eine Gelegenheit, die kann auch wieder verstreichen. Deshalb sage ich, nutzen wir sie. Da sind Sie auch direkt mit angesprochen worden. Zum einen, wie kommen wir an Sie ran, jetzt als Medienvertreter heute Abend hier auf dem Panel? Und auch die Frage zu sozusagen, gibt es überhaupt eine grundsätzliche Abneigung gegen die neoliberale Handelspolitik? Vielleicht soweit und dann auch die anderen Themen, die Sie noch aufnehmen wollen. Da ging es ein bisschen darum, dass die Medien ja eigentlich vor allen Dingen ein ganz anderes Bild widerspiegeln, als was wir gerne sehen würden. Jetzt einvernahmt sprechen wir als Zivilgesellschaft hier präsent. Also die Medienschalte. Also erstmal zum Thema, wie kommen wir in die Medien ran? Also ich kann für meinen Arbeitgeber ganz gewiss sagen, dass wir überhaupt keine Berührungsängste haben. Ja? Und für die deutsche Medienlandschaft kann ich sagen, dass sie sicherlich pluralistisch ist, ja, also die Taz schreibt was anderes als die Faz, das ist doch klar. Ansonsten kann ich Ihnen die Frankfurter Allgemeine Zeitung nur wärmstens ans Herz legen, nicht weil ich hier oben sitze und weil ich von ihr bezahlt werde, sondern weil wir einen sehr großen Binnenpluralismus üben, das sieht der, der sie liest, gönnen Sie sich die Faz, da machen Sie sicherlich keinen Fehler und wir sind auch bei Gewerkschaft und an anderen sehr gerne gelesen, das war jetzt kurz der Werbeblock, der ist aber nötig, so. Ich finde es unfair, Medien verantwortlich zu machen für das, was sie schreiben. Ich meine, wir haben hier Meinungsfreiheit und jedes Blatt oder jedes Medium hat seine Linie. Wir sind eine marktwirtschaftlich ausgerichtete Zeitung und dazu stehen wir auch. Die Rundschau ist sicherlich etwas anders positioniert. Auch da würde ich mal genauer hingucken, was die Kollegen zum Thema CETA schreiben. Wie kommt man an Medien ran, indem man auf sie zugeht? Das ist doch relativ einfach. Es gibt überall Ansprechpartner. Es gibt, wenn Sie einen Pressesprecher haben, sollte der die Klaviatur beherrschen, wie man mit Journalisten in Kontakt kommt. Also wir leben ja von Kontakten und natürlich hören wir zu, ja, dass wir nicht immer das schreiben, was Sie wollen. Das ist so. Ja. Das ist bei der Feuerwehr so. Also ich mache jetzt mal einen bunten Strauß auf, denken sich aus, was Sie wollen. Das ist ja nicht immer so, dass wir schreiben, was der andere will, sondern wir schreiben das, was wir wollen. So. Zum Thema Regionalität, was Frau Baumann angesprochen hat und was hier ein großes Thema ist, Regionalität ist im Handel, auch im Regionalhandel, ein großes Thema. Ja. Jedem ist es freigestellt, bei dem Bauern seiner Wahl einzukaufen. Ja, das ist, was weiß ich, in Niedersachsen etwas leichter als hier oder in NRW, weil es da einfach mehr Direktvermarkter gibt. Aber wer will, kann das tun. Dann zum Thema, weil an der Stelle hat es mich wirklich gejuckt, Handelsströme, jeder mag mal gucken in den Klamotten, die er trägt, wo die herkommen. Ja, so. Und dann mag er sich fragen, ob er sich vielleicht ein in Deutschland produziertes Hemd leisten möchte. Also ein Hemd im Jahr. Weil zu mehr wird es da nicht reichen. Und auch ein Unternehmen wie Hess Natur, das ich relativ genau kenne, lässt das allerwenigste in Deutschland produzieren, weil das keiner bezahlen kann. Ja, das ist einfach so. Ja, das, wie bitte? Ich weiß nicht, ob sich das ändern kann, weil wenn Sie, was weiß ich, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel und ich bin auch gleich fertig, dann wenn Sie sich ein paar handgemachte Schuhe aus Südafrika kommen lassen, ja, dann kosten die aufgrund des schönen Wechselkurses, also für uns schönen Wechselkurses, 50 Euro. Das gleiche Paar kostet in Deutschland
wenn Sie Glück haben, 500, damit ist der Drops gelutscht, so, und weil das kauft Ihnen niemand ab. Ja, das muss man, glaube ich, einfach sehen. Und dann war noch das Thema Regeln schreiben. Wer schreibt die Regeln? Ich glaube, das war eine Wortmeldung von dem Herrn da hinten. Und wer hat schon immer die Regeln geschrieben? Da gibt es ja eine Möglichkeit, nämlich der Teilnahme, also nicht der Teilhabe, sondern der Teilnahme. Und bei uns läuft das über Parteien und andere Organisationen und sie machen da ja mit. Letztlich macht die Regeln dann der da die Mehrheit hat oder eine Koalition bildet. So läuft das. So habe ich das zumindest mal gelernt, auch in meinem Politikstudium. Und Einflussnahme geschieht so, wie sie geschieht. Ja, und die Frage, die Sie mir gestellt hatten, ich meine, Sie sind als Publikum und als Podium, so habe ich das heute Abend verstanden, in der Gegnerschaft zu CETA und TTIP und den ganzen anderen Geschichten vereint. Wie bitte? Nur ganz leicht. Na gut. Wie auch, ich glaube, Sie hatten es gesagt, dass das außenrum viele Leute das Thema anders gewichten und auch anders sehen. Ja, das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Das ist, und ich bin jetzt nicht in komischen Kreisen unterwegs, kein großes Thema, ich muss es einfach so sagen. Ja. So, entschuldigen, jetzt habe ich lange genug geredet. Vielen Dank. Also der Herr Winter schreibt, was er will. Jürgen, wir sagen ja, was wir wollen. Wie steht es denn um sozusagen auch die Zielsetzung unserer Bewegung, gerade auch, was ja angesprochen wurde, Stichpunkte ökologische und soziale Konsequenzen des Welthandels, Einpreisung, hattest du vorhin auch angesprochen. Vielleicht kannst du das noch mit aufnehmen in deinem Abschlussstatement. Ja, ich würde eigentlich gerne auf Henning und Ernst Christoph nochmal eingehen. Es ist ja schon so, wenn man mich fragen würde, bist du für regelbasierte Handelsabkommen, da würde ich ja nicht Nein sagen. Ja? Ich meine, das ist so eine sinnvolle Sache. Die spannende Frage ist allerdings, wie sehen diese Regeln aus? Und wer schreibt die? Oder sind das Regeln, die irgendwann im letzten Jahrhundert geschrieben wurden und die dann endlos gelten sollen? WTO-Verträge, die haben ja kein Haltbarkeitsdatum. Und das ist, glaube ich, das Problem. Wenn man die Leute fragt, ob sie regelbasierte Handelsabkommen wollen, dann sind sie dafür. Aber wenn man dann in die Inhalte geht, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Die Frage, ob wir zum Beispiel noch mehr Industrialisierung der Landwirtschaft haben wollen, da kriegst du 80%, die sagen nein. Wenn du die Frage stellst, wollen wir mehr Kommerzialisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge, wollen wir, dass börsennotierte Konzerne mit Bildung, mit Gesundheit, mit Wasser Geld verdienen, mit Altenpflege Geld verdienen, da kriegst du 90%, die sagen nein. Alle Volksabstimmungen über die Privatisierung von kommunalen Stadtwerken, die sind immer negativ ausgegangen, immer. Wenn du die Frage stellst, wollen wir mehr Konzernschiedsgerichte, die notfalls Staaten verklagen für Schadensersatz, sagen 90% nein, das kannst du so weiter fortsetzen. Wenn du die Frage stellst, wollen wir mehr Agrarexporte, mit denen wir Afrikas Bauern platt machen, nein. Will das jemand? Das wollen die breite Mehrheit des Volkes nicht. Und du kannst es am Ende destillieren auf die Frage, wollen wir mehr globalen Konkurrenzkampf aller gegen alle? Nein, wollen wir nicht. Die Leute haben davon die Schnauze voll. Politiker, die mehr Globalisierung versprechen, verlieren die Wahl. Das ist vollkommen klar. Deswegen gewinnen heute Politiker die Wahl, die weniger Globalisierung versprechen. Also das machen die vielleicht aus Überzeugung, vielleicht auch aus Opportunismus, aber es ist ein klares Zeichen davon, dass diese Sorte Globalisierung, die wir die letzten 20 Jahre hatten, keine Mehrheiten mehr haben. Die Deutschen sind da vielleicht die Letzten, bei denen das so ist. Ist auch kein Wunder. Von diesen sogenannten Regeln profitieren ja nun mal die Deutschen, der Exportweltmeister, mehr als alle anderen. Deswegen haben andere etwas schneller die Schnauze voll als wir. Ist ja auch logisch. Aber ich glaube, das ist auch nur noch eine Frage der Zeit. Wir müssen über die Inhalte reden, solcher Abkommen, über die Inhalte von Handelspolitik, von Wirtschaftspolitik und nicht über die Regeln. Und deswegen ist mir das auch völlig egal, ob wir jetzt die WTO revitalisieren oder mehr bilaterale Abkommen machen. Was mich interessiert ist, mit welcher handelspolitischen Zielsetzung geht die EU, geht die Bundesregierung in solche Verhandlungen. Darauf kommt es mir an, ob die das dann in der WTO zuerst durchsetzen oder in bilateralen Handelsabkommen, ist mir scheißegal. Wahrscheinlich sind da eher die bilateralen Abkommen erfolgsversprechend, weil im globalen Konsens zu neuen Regeln zu kommen, das ist erfahrungsgemäß eine etwas langwierige Übung. Also insofern, ich bin anderer Meinung, dass wir haben, glaube ich, in allen inhaltlichen Fragen oder in fast allen inhaltlichen Fragen längst große Mehrheiten und deswegen müssen wir über die Inhalte reden und über diese Art von Regeln, die die Leute nicht mehr wollen, weil sie für falsche Inhalte stehen.
Du hast jetzt die Freude, dieses Abschlusswort noch runder zu machen, Christoph. Ich finde... Okay. Okay, also Völker hört die Signale, ne? Und Jürgen hat recht. Gut, dann herzlichen Dank an euch, an Sie für die aktive Beteiligung, für die Geduld. Vielen Dank, ich darf mich auch hier an, vielen Dank an mein Podium. Wir haben auch noch eine Kleinigkeit für euch mitgebracht, also bitte nicht sofort davonlaufen. Und auch an euch und an Sie bitte nicht sofort davonlaufen. Wir haben jetzt im Anschluss noch den zivilgesellschaftlichen Austausch, also es bleibt spannend. Wir haben uns jetzt ein bisschen warm diskutiert erstmal und es kann jetzt so richtig losgehen. Und ich freue mich auch schon sehr auf morgen. Ganz herzlichen Dank nochmal an euch, an Sie und vielen Dank an euch. Schönen Abend noch. Danke dir. Und danke an Nelly natürlich.